das nicht schön, Marius? Wir haben einen wundervollen Gast neben uns. Ja. Und es ist mal nicht Jonas. Ist es nicht schön, mein Gast zu sein bei euch? Meine Güte. Jesus, hallo Yves. Hallo. Ich bin beeindruckt, ich bin richtig glücklich. Und ich habe gesagt, ich muss das sagen, wenn wir jetzt im Podcast sind, weil ich habe gesehen, wie es bei euch ausschaut. Mein guter Freund Sebastian von Filmstarts, ich weiß, dass er zuguckt, es sieht aus wie bei ihm zu Hause. Tatsächlich. Fantastisch. Ich hätte ein Bild bei euch schießen können und sagen können, ich bin bei dir, während du im Büro bist. So ähnlich ist es. Unfassbar, ja, ja. Hat also auch ein Regal mit 1000 Comics drin, eine grün gestrichene Wand auf der einen Seite. Nee, nicht grün gestrichen, aber trotzdem, so von der Aufmachung und so weiter hätte ich es vorm Regal gemacht. Ja. Cool. Hätte ich enttäuschen können. Ich freue mich, dass du da bist. Ich sitze hier normalerweise immer mit Marius Stolz und Jonas Ressel, die keine Probleme haben, ihre Namen zu buchstabieren. Oh, ja. Ich wette, das Problem hast du öfter am Telefon. Oh ja, oh ja. Yves Arivich? Ja, nein, das ist nicht richtig. Aber ist okay, ist absolut okay. Das tut mir leid. Ey, aber ich bin allein froh, dass du meinen Vornamen hinkriegst. Was witzig ist, weil ich hatte sogar mal eine Französischlehrerin, die meinen Vornamen nicht hinbekommen hat, was krass witzig ist. Weil, komm schon. So. Aber, Ives oder wie wird immer? Das habe ich schon einmal, das habe ich nur ein einziges Mal in meinem Leben gehört, Ives. Aber ja, Yves ist richtig und das S ist stumm. Ja. Mein Nachname ist Arievich. Arievich. Ja. Oh, krass. Ja, siehst du, ich habe den immer nur gelesen. Ich wusste nie, wie man den ausspricht. Ja, das wissen die wenigsten. Ja. Aber ich nehme es niemandem übel. Ich kenn's ja bei meinem Namen auch diese Buchstabenfolge, das kann ich auswendig. Alper, Anton, Ludwig, Paul, Erich, Richard. Ich auch, ich auch. Und Anton, Richard, Ida, Emil, Viktor, Ida, Cäsar, Heinrich. Eben. Und ich kann das auch nur bei meinem Namen, sonst bei nichts. Ich auch nicht. Ja. Natürlich, wieso sollte man sowas auch können? Ja. Aber so habe ich es gelernt. So hat es schon mein Vater am Telefon gesagt, der sich irgendwie vorgestellt hat, mein Onkel. Und ich so, ja, okay, dann mache ich das genauso. Ja, wenn ich so andere Wörter dann anfange zu buchstabieren, dann wird es schwierig. So, R wie Rindfleisch? Ja, mein Vorname allein. Y wie? Yvonne? Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja, Yvonne mit I also, ne? Ja. Ja, aber erklären wir doch erstmal, wer wir sind und was wir hier tun. Herzlich willkommen zu Cinema Talks Back, dem Citizen Kane unter den Podcasts. Wobei, manchmal wird's ja auch dumm und dümmer, denn wir drei, das sind Jonas, Marius und Alper, drei Freunde, die den ganzen Tag über Filme, Serien und Comics labern. Diesen Podcast gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back mit Bild, da kann man ihn auch gratis downloaden. Es gibt ihn aber auch auf iTunes, auf Spotify, Deezer und per RSS-Feed. Und übrigens, du hörst einen Podcast von Funk. Yves, ich hoffe, wir werden heute ein wunderbares Gespräch führen über Filme, über Serien, über Comics. Schauen wir mal, wo es uns hinführt. Ich habe drei wundervolle Themen mitgebracht. Ein Thema, da bin ich super opportunistisch gewesen. Marius, das tut mir leid. Alles cool. Ich weiß das Thema. Wir werden abnerden, weil ich habe erfahren, dass du auch großer Rocky- und Creed-Fan bist. Ja, ja, also Rocky und Star Wars sind tatsächlich die zwei Franchises, mit denen ich wirklich, wirklich hart groß geworden bin, auch von der Familie. Geil. Also Rocky haben wir als Familie geguckt. Geil. Ja, so. Ich halt auch. Bei mir hat es als Kind angefangen und diese Liebe hat nie aufgehört tatsächlich. Hast du eine gute Erziehung genossen anscheinend. Ja, absolut, absolut. Ja. Das ist spannend, das meiste kommt tatsächlich von meiner Mutter, nicht von meinem Vater. Also, ja, also von meinem Vater kommt. Sylvester Stallone-Fan oder was? Ja, Stallone, Arnie, geil. Die ganze alte Garde. So. Ja. Expendables ist ihr Ding. Danach sprechen wir aber auch über so die besten Filme, die wir in den letzten Wochen gesehen haben. Aha. Kannst du ja jetzt schon Gedanken machen. Ich freue mich schon auf einen ganz besonderen Film, über den wir dann sprechen können. Und Marius, du auch. Ja. Yes. Ich habe jetzt zwei im Kopf, ja. Gut, dann, ne? Vielleicht meinte ich auch beide. Und danach mal schauen, ob die Zeit noch reicht für Dinge, die uns an Filmen nerven. Wenn es nicht reicht, dann nehmen wir das mit in die nächste Woche. Ja. Schauen wir mal. Sollen wir mit Rocky Creed anfangen? Womit willst du anfangen? Weißt du was? Ich überlasse dir das diesmal. Scheiß auf Dramaturgie. Sollen die mal alle nicht so rumheulen? Wir sprechen jetzt darauf, worauf du Bock hast. Rocky Creed. Geil. Ja, absolut. Also, wenn ich schon mal jemanden finde, der mir sagt, ey, ich will proaktiv über Rocky sprechen, dann würde ich mir sagen, Aber findet ihr das so selten? Also, ich kenne niemanden, der nicht zumindest Rocky 1 nicht geil findet. Ja, aber da hört es auch meistens auf. Ehrlich gesagt, nerden die wenigsten ab auf Rocky. Und was ganz spannend ist, weil Rocky für mich so ein Paradebeispiel dafür ist, dass wir jetzt halt immer noch Filme kriegen. Also, zumindest, wir haben bis vor kurzem noch Filme bekommen. Creed, genau. Genau. 2018, genau. Und, die Qualität ist sogar immer noch da. Es gab einen Dip, aber über den sprechen wir definitiv noch. Fall. Es gab einen Dip. Auf jeden Fall. Aber es ist tatsächlich eine der wenigen Reihen, wo ich selbst den schlechtesten Teil der Reihe, ich kann ihm was abgewinnen. Ich auch. Obwohl er wirklich nicht gut ist. Ich sehe das genau wie du, aber ich jedes Mal, wenn ich den sehe, und ich habe ihn jetzt in meinem Leben 2-3 Mal gesehen, ich wette, wir reden über denselben Rocky-Teil. Was denn sonst? Was denn sonst? Ja. Und selbst da bin ich aber jedes Mal überrascht, dass er mich doch mitreißt, der Film. Ja, weil sehr viel ist auch an diesem Film autobiografisch. Also das Spannende ist halt, wenn man sich den ersten Rocky anguckt, das ist im Grunde genommen Stallones Chance gewesen, sich in Hollywood zu beweisen.
Und dann sehen wir, er hat es geschafft. Und was wir dann so in den anderen Filmen sehen, das spiegelt sehr viel wieder von ihm. Und das finde ich toll. Und viele wissen auch gar nicht, dass Rocky 1 zum Beispiel auch einige Oscars abgeräumt hat, wie zum Beispiel Bestes Drehbuch. Zu Recht. Und dass auch Sylvester Stallone das selbst geschrieben hat. Er ist geschrieben, genau. Das ist, der ist nicht einfach nur der Muskeltyp, der da steht und das schauspielt, weil er ist halt ein Boxer, sondern er hat das komplett gemacht. Generell, Stallone und Schwarzenegger habe ich immer unterschieden, weil der eine ein richtig guter Schauspieler ist. Ich meine, Arnie hat diesen einen Film gemacht, Maggie, in dem er. Ich habe nur Ausschnitte gesehen, in dem er aber wirklich so, wow. Der ist gut. Der ganze Film ist gut. Das war was anderes. Also, ich finde den Film jetzt auch nicht überragend. Es geht da ja um seine Tochter, die sich langsam, ich sag mal vorsichtig, ohne was zu spoilern, verwandelt. Abigail Breslin, oder? Doch, ist aber auch jetzt schon ein paar Jahre her. Ich habe den gesehen, als er rauskam. Und ich kann den durchaus weiterempfehlen. Ich finde den, das ist eine ganz andere, eine untypische Rolle für Arnie. Und selbst wenn man den ersten Rambo guckt, das gibt Stallone eine Meisterleistung hin. Rambo ist immer eine Überraschung, wenn ich Leuten diesen Film zeige, weil Rambo steht ja halt für dieses Gewaltbrachiale und einfach auf die Fresse. Und dann zeigst du den Leuten Rambo und ich so, boah, was war das Drama eigentlich, ne? Ja. Also, ist jetzt dasselbe wie Rocky? Ja, also genau. Leute erwarten immer so einen total plumpe Action. Sportfilm ist es aber nicht. Absolut nicht. Und Sportfilm ist das richtige Stichwort. Das ist auch so für Boxen. Ich habe jetzt keine Ahnung von Boxen, aber trotzdem Rocky-Filme sind geil. Ey, ich habe keine Ahnung von Jazz und ich liebe Whiplash. Und das ist geil an Genau Film. Darum geht's doch ich in der Film. Ich habe keine Ahnung von der Formel 1 und ich mochte Rush mit Chris Hemsworth und Dale Brühl. Ich habe keine Ahnung von Filmen und United Passions ist der beste Film der Welt. Ja, aber dasselbe mit Dings, mit Ford versus Ferrari. Ja, wow. Mal in Deutsch. Le Mans 66. 60 gegen jede Chance, Genau. Oh, ultra ich hab großartig. Ich habe gar keine Ahnung von Motorsport, aber darum geht's ja doch gerade. Genau. Dass man da trotzdem interessante Geschichte und dann ist das Vehikel doch eigentlich egal. Ja. Das ist ja auch, glaube ich, der Grund, warum so viele dann auch doch mit sowas wie das Damengambit was anfangen können. Voll. Obwohl, da muss ich sagen, ich bin von klein auf mit Schach großgezogen worden. Also, das hat mich nochmal persönlich interessiert, aber die Serie war für sich auch großartig. Ja, aber ich kenne Leute, die wirklich nie in ihrem Leben eine Partie Schach gespielt haben, die auch mit Begriffen wie Rochade und sowas nichts anfangen können, die haben Damengambit durchgesuchtet. Ja, aber es ist halt auch verdammt gut geschrieben, spannend geschrieben, es ist eine gute Charaktergeschichte und das kannst halt alles als Vehikel benutzen, um richtig gute Charaktergeschichten zu erzählen. Genau. Ich kann zum Beispiel ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mal bei so einem Workshop von Netflix mitgemacht und die sagen halt, wenn sie neue Inhalte suchen, es geht immer nur um die Figur. Es geht immer um die Figurenentwicklung und wirklich alles muss character-driven sein. Klar. Genau. Natürlich absolut nachvollziehbar. Und das ist halt Rocky auch. Ich meine, diese gesamte Filmreihe heißt ja auch Rocky. Aber jetzt habe ich eine Frage an euch. Wir reden über alle Produktionen von Rocky, ne? Wie seht ihr denn das Musical? Nie gesehen. Auch nie gesehen. Keine Ahnung. Was ich mal. Brauche ich, also will ich auch gar nicht. Also ich bin jetzt kein Musical-Fan, ne? Ich bin Musical-Fan. Ja? Ich bin großer Musical-Fan. Also es kommt hier und da mal aufs Musical an. Für mich wird immer zu viel Musical produziert, generell. Aus allem wird Musical gemacht. Also okay. Aber das Witzige ist halt, es gibt ein Rocky-Musical und in Rocky 1 sagt Rocky, wenn er singen könnte, würde er Musicals machen. Umso geiler. Sorry, das ist so. Ist diese Textzeile, ist die auch in dem Musical drin? Die Frage ist eher, und jetzt wird's richtig obskur, kennt ihr Ricky One? Ricky One? Ich kenne Ricky Bobby. Ricky, wollte ich gerade sagen. Ricky One. Nein. Das war eine Parodie, die rauskam kurz nach Rocky. Also nicht kurz nach, ich glaube schon ein paar Jahre danach. Und das ist wirklich, das ist ein solcher Müll, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist ein miserab, also es ist auch nicht witzig. Also nicht auf dem Niveau, was Mel Brooks immer sein Tag mit Spaceballs und das Universen dazu. Okay, wirklich. Krass. Es ist ein wahnsinnig unwitziger Film. Aber es gibt ja so einen Film, wo ich dachte, dass das eine Parodie sein wird von Rocky und Raging Bull. Dieser, wie heißt jetzt, Robert De Niro versus Stallone, wie heißt der, 2 vom alten Schlag oder irgendwie sowas? Ah, ja, den habe ich aber gar nicht gesehen. Und der soll richtig gut sein. Ja. Alle haben immer gesagt, ich habe den Trailer gesehen und das Promomaterial ist halt auch, wie wir machen uns lustig über Rocky und Raging Bull. Ich so, danke, nein. Ja, genau. Und dann habe ich vom Film gehört und alle sagen, der ist richtig gut. Und deswegen will ich den unbedingt gucken als Rocky-Fan und als Raging Bull-Fan. Ich frage dich aber, wo du gerade Rocky-Fan sagst, wenn du einen dieser Rocky-Filme oder wenn du diese gesamte Reihe jemandem jetzt erklären wollen würdest, der das noch nie gesehen hat, der auch da überhaupt keinen Bock hat, weil er gerade oder weil er oder sie sagt, ja, Boxen und Sylvester Stallone kann eh nicht schauspielen und so weiter. Wie macht man jemandem das schmackhaft? Indem ich sage, dass es die ultimative Underdog-Story ist. Es ist nicht zwingend eine Boxer-Story. Es ist ein Typ, der ein recht trostloses Leben führt, der in einem Ghetto in Philadelphia, muss man auf einem schlechten Pfad ist quasi auch. Ja. Absolut. Und der hat so viel Potenzial. Man sieht auch relativ zu Beginn, dass er eigentlich ein ziemlich gutes Herz hat, ein lieber Kerl ist, aber einfach nur, ich meine, er ist Schuldeneintreiber und er kassiert hier und da auf die Fresse für Geld und er möchte so ein bisschen was aus sich machen und damit kann sich doch irgendwie jeder identifizieren. Total. Und ich weiß halt nicht,
dürfen wir Spoiler raushauen zu einem Film von 1976? Ist das okay? Ja, ich meine, das sind jetzt, sind das schon 50 Jahre? Nee, fast, nee. Aber sind 45. Ich glaube, es ist. Lass mal rechnen. 24 plus 21 sind 45, ja. 45 Jahre. Krass. Ich glaube, es ist okay, oder? Also, meiner Meinung nach schon. 76, also bitte. Also, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Das weiß auch jeder. Ja, okay, wir tun es jetzt einfach. Ja, ich nehme es auf mich. Die Achtung, Schuld. Spoiler. Genau. Es gibt 10 Sekunden oder sowas. In dem Film geht es nicht mal darum zu gewinnen. Genau. In dem Film geht es darum, einfach mal zu zeigen, was man kann. Going the distance. Genau. Und das ist was ganz Besonderes. Und parallel, finde ich, haben wir auch eine wundervolle Liebesgeschichte, die absolut nicht klischeebehaftet ist. Die allerdings in ein, zwei Szenen auch ein bisschen schlecht gealtert ist. Ja, ja, ja. Muss man auch dazu sagen. Denke ich mir, also tatsächlich jedes Mal, also ich habe Rocky 1 jetzt in meinem Leben, ich würde mal so schätzen, 5-6 Mal gesehen. Mhm. Und jedes Mal, denke ich mir, wird dieser Cringe immer so ein bisschen stärker in dieser einen Szene. Ne? Wo sie bei ihm zu Hause ist? Ja. Ja. Wo er Adrian ein bisschen, also das wird man heutzutage, glaube ich, durchaus als übergriffig bezeichnen. Ja. Das mal ausgeklammert. Und das muss man ja natürlich auch vor der jeweiligen Zeit auch betrachten, wie dieser Film damals wahrgenommen wurde. Davon abgesehen ist der für mich immer noch ein 10 von 10 Film. Absolut. Ja. Absolut. Und das Krasse ist, diesem Film gelingt es irgendwie, ich glaube, gleich 5 Hauptfiguren so gut einzuführen. Und wir erinnern uns an jede Einzelne. Wir erinnern uns an Adrian und ihren Arc. Wir erinnern uns an Pauly und was das für ein Arsch ist. Wir erinnern uns an Mickey und wie toll der ist. Wir erinnern uns an Apollo Creed. Apollo Creed, ja. Und Rocky. Und die sind alle klasse. Die sind einfach alle klasse und alle haben einen Arc. Ja. Und also Mickey, der so ein bisschen, der schon fast Grumpy Onkel ist. Und wir sehen dann auch, dass der ein Herz hat. Rocky, der ultimative Underdog, den wir anfeuern. Adrian, die auch sich so ein bisschen traut und auch sich gegen ihren Bruder zur Wehr setzt. Ja. Und der Bruder selbst, der so ein Arsch ist. Ja. Ja, also. Man muss auch dazu sagen, viele verstehen gar nicht, warum dann so ein Typ aus der Gosse, wie Rocky Balboa es eben ist, plötzlich die Chance hat, gegen den Boxweltmeister schlechthin zu kämpfen. Man sollte vielleicht dazu sagen, es ist so eine Fernsehlotterie, die voll. Rocky gewinnt. Mhm. Ja. Und dann wird das plötzlich sogar für Apollo Creed auch, also es ist toll erzählt, wieso dann auch plötzlich Apollo Creed dahinter steckt, um es einzuzeigen. Und Apollo Creed ist kein Antagonist, also es ist jetzt kein Schurke. Genau. Ich weiß, in späteren Filmen gibt es schon fast sowas wie Comic-Bösewichte, aber er ist ein Showman. Und das heißt, natürlich ist er etwas arrogant. Viele im Box-Business sind arrogant, aber das gehört ja auch zum Business dazu, wenn man sich wiegt und so weiter. Genau, die Show, wie du sagst, genau, mit der Hose halt in der Flagge. Farm. Aber genau wie der Pate ja auch die tatsächliche Mafia, glaube ich, beeinflusst hat, so im gesamten Gebaren und dem Image und wie man sich nach außen gibt und so weiter, ist es doch wahrscheinlich genauso auch mit Rocky. Ich glaube, Rocky hat auch sehr viel, es ist eine Wechselwirkung. Gibt es nicht auch diverse Leute, die sich dann Rocky genannt haben? Keine Ahnung. Da kenne ich mich im Boxsport leider viel zu. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Aber Rocky Gaziano. Ja, genau, der ist mir auch sofort eingefallen. Aber was man auch zu dem Film einfach sagen muss, ist, gerade die Leute, die denken, dass sie Action kriegen, die müssen wir auch ansprechen und sagen, okay. Ja. Bitte managt mal so ein bisschen eure Erwartungen, weil der Film hat, ich meine, ja, es endet natürlich in einem Boxing-Match, aber das ist nicht der Film. Das ist definitiv. Aber das Boxing-Match ist trotzdem erst recht für damals unfassbar choreografiert. Und das kann man eigentlich allen Filmen lassen, egal wie over the top sie wurden. Was ist. Ja, sorry. Ich wollte nur sagen, dass Rocky 1 ein sehr menschlicher Film ist. Ja. Und deswegen, was du gesagt hast zu den Hauptfiguren, dass die alle nachvollziehbar sind. Und das macht ihn großartig. Hast du alle gesehen? Ja. Alle? Dann lass uns doch zu Rocky 2 übergehen. Ja. Liebe ich. Da gibt es einen Revanchekampf zwischen Rocky und Apollo Creed. Und Rocky heiratet Adrian. Ja. Die sind mittlerweile verheiratet. Rocky macht sogar zu Beginn ein paar. Ich werde immer, also an die Szenen muss ich immer zuerst denken, wenn ich an Rocky 2 denke, ist, wie er anfangs. Ist er nicht ein Affe? Oder zumindest hat er so eine Keule oder einen Steinzeitmensch? Er ist so wie Tarzan. So Steinzeitmensch, Keule in der Hand und er kann keine Werbung machen. Und die Werbedeals, genau. Und er ist halt super. Im Film wird ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie genau das definiert wird, aber er ist zumindest lerneingeschränkt, nennen wir es mal. Absolut. Er ist ein bisschen tölpelhaft. Genau. Das kann man sagen. Kann nicht vom Teleprompter lesen, verspricht sich, braucht 30 Takes und so. Du liebst Rocky 2? Ich mag Rocky 2 total gerne. Ist auch der Film, der, finde ich, einfach vom Stil her den ersten noch am besten einfängt. Obwohl, da gibt es noch einen anderen Film auf der Liste, den ich unfassbar liebe. Ja. So. Und was ich an 2 so mag, ist, dass es wirklich eine krass organische Fortsetzung ist. Mhm. Ich meine, der erste Teil ging eigentlich nur darum, sich zu beweisen. Aber jetzt hat er auch Verantwortung. Er hat eine Frau, ein Kind ist auf dem Weg und so weiter. Ja. Und es geht wirklich diesmal um Überlebenskampf. Und
was sind eigentlich seine Talente? Er kann eventuell nur boxen und gleichzeitig hat er gesundheitliche Probleme. Sollte er weiter boxen? Und Adrian, seine Frau, ist ja strikt dagegen, dass strikt? Er in diesen Revanchekampf geht. Ja, ja, und dann, Drama. Und dann ist er auf einmal in der Fleischverpackungsfirma von Pauly und so weiter und probiert einfach Pauly ist der Bruder von Adrian, sollte genau. man vielleicht gerade mal noch klarstellen. Der immer noch. Pauly the Pervert. Ja, der Roboter. Kommt noch. Ja. Das kommt noch. Der immer noch mistig ist, aber er rockt halt die Rolle. Und dann haben wir dann auch noch Apollo Creed, der komplett verletzt ist in seiner Ehre, obwohl er ja den Kampf gewonnen hat. Absolut. Aber dass so ein Underdog kam und sich so Sieger der Herzen. Ja, ja, absolut. Ja. Ich finde den Film wirklich fantastisch. Es gibt eine Sache, die mich jedes Mal am Film stört. Mhm. Und das ist, gegen Ende des Films gibt es so einen merkwürdigen Plot, der einfach nur noch rein muss, damit es noch ein bisschen dramatischer ist. Und das ist, Adrian fällt kurz in ein Koma. Ja. Und ich so, warum? Ja. So, alles andere. Ich meine, es ist dramatisch genug, dass du eine Frau und ein Kind hast und nicht weißt, wie du deine Familie ernährst, wie du dich selbst ernährst. Durchaus. Was würdest du dem denn geben? Auf einer Skala, machen wir jetzt mal alle von 0 bis 10. Alle Filme jetzt durch? Ja, machen wir mal. Okay, der erste. Wir müssen ja nicht bei jedem lang bleiben, aber jetzt zumindest. Der erste kriegt eine 10 von 10. Ja, definitiv. Ich glaube, der zweite kriegt eine 7 oder 8 von 10 tatsächlich. Ich habe mir eine 7 aufgeschrieben. Ja, ich auch dabei. 7 wäre ich auch dabei, ja. Das Auge des Tigers. Damit betreten wir die 80er. Mit dem berühmten Soundtrack. Mit dem berühmten Soundtrack. Clever Leg. A pity you fool. So. Ich finde den besser als 5. Ja, okay. Auf jeden Fall, ohne Zweifel. Wollen wir mal kurz die Handlung kurz von 3 zusammenfassen, damit wir auch alle abgeholt kriegen? Wer möchte mal kurz zusammenfassen, wo es in Rocky geht? Dark Knight Rises. Er ist Schwergewichtsweltmeister. Ich habe mir das alles so notizenhaft aufgeschrieben, kann ich sagen. Aber es gibt so einen Neuling namens Clubber Lang, der sehr rebellisch ist und sehr besonders boxt. Und er tritt gegen Rocky an. Mhm. Darf ich auch sagen, dass Rocky auch kurz gegen Hulk Hogan einen antritt? Ja, auf jeden Fall. Das Wrestling-Match. Das ist legendär. Ich meine, Thema 80s. Das ist so der erste Film mit Cam. Und wo wir bei diesem Showding sind. Ne? Also, Wrestling ist ja das auf die Spitze getrieben, was im Boxen quasi angetrieben wird. Ja, klar, weil im Grunde genommen ist The Dark Knight Rises Nolans Version von Rocky 3. Wir haben da diesen neuen Typen, der auch ein Underdog ist, aber die böse Version vom Underdog. Ja. Und das ist Clubber Lang. Und dann haut er ihn ganz doll kaputt. Ja. Und irgendwie muss er es in sich finden, wieder zurückzukommen. Es ist eigentlich Rocky 1 einmal auf den Kopf gestellt. Absolut, weil jetzt ist Rocky dieser Privilegierte und dieser er ist Hollywood. Der Weltmeister, der Champ. Genau, absolut. Aber es gibt eine Szene, sorry, der Film trifft mich auch hart emotional. Also, ich weiß nicht, ob ich das jetzt spoilen soll, aber es gibt eine Szene, die sehr traurig ist in diesem Film. Und die werde ich jetzt sicherheitshalber nicht verraten. Weil, falls wir euch jetzt Rocky 1 und 2 schon schmackhaft gemacht haben, will ich euch das nicht verderben. Aber was cool ist in dem Film. Ich glaube, das kann man sagen, ist mit Mickey. Ja, okay, Mickey, okay, du hast gesagt. Mickey ist nicht mehr, Mickey ist ja schon im ersten Teil sehr alt. Ja, aber in dem Film, wie er stirbt und auch die Beerdigung und so weiter. Und es wird sehr respektvoll mit der Figur umgegangen. Auf jeden Fall. Unfassbar. Stimme ich zu. Also, der Film weiß ganz genau, wann er immer noch einen ernsten Moment hat und wann er Quatsch aus den 80s hat. Ja, es gibt auch coole Quatsch-Montage-Trainingsszenen am Strand. Die sind aber super. Das gehört dazu einfach. Ein Rocky-Film muss eine Montage drin haben. Ja, also generell, ich finde es witzig, wenn Leute sagen, diese Montagesequenz nicht so. Nicht diese. Diese. Okay, dieser Film, also diese Reihe hat Montagesequenzen überhaupt erst zu dem gemacht, was sie sind. Zu einer popkulturellen Referenz einfach. Absolut, absolut. Ja, und Mr. T. Es gibt immer einen Mr. T-Bonus. Also, und Apollo 80s ist Mr. T. Ja. Und ich finde es auch cool, dass man Apollo Creed weitererzählt. Das finde ich wahnsinnig cool, weil er war jetzt zweimal der Gegner, obwohl er nie ein richtiger Antagonist war. Ja. Und in dem Film sieht man auch, dass da so eine schöne Freundschaft zwischen den beiden sich daraus entwickelt. Das ist ziemlich cool. Und viele, wenn sie Eye of the Tiger hören, den Song, denken immer, das ist doch der Soundtrack von Rocky. Ja, von Rocky 3. Mhm. Ja. Tatsächlich, was ganz spannend ist. Ja. Auch für den Film komponiert, glaube ich. Ja, voll. Ist Rocky 3 mit dem Freeze am Ende? Wo man nicht erklärt, wer genau, also wo es Rematch ist. Ja, und dann, genau, aber die haben das ja, glaube ich, in den Creed-Filmen jetzt. Das muss auch in 3 gewesen sein, weil 4 kann es nicht sein. Ja, 4 kann es nicht sein. Aber, genau, aber ich glaube, in Creed 1 oder 2 haben sie jetzt verraten, wie der Kampf tatsächlich ausgegangen ist. Ja, stimmt. Ich fand das durchaus cool. Tatsächlich. Ich fand es respektvoll. Die wird ja auch noch mal gezeigt, dann in Creed. Ja, absolut. Ich gebe trotzdem, also ich bin nicht ganz so großer Fan von dem Film wie du. Ich gebe so 6 von 10. Wäre ich auch dabei, ja. Wenn ich dem zweiten 8 von 10 gegeben habe, gebe ich dem dritten eine 7 von 10. Achso, tatsächlich magst du 2 mehr als 3. Ich mag 2 mehr als 3, ja. Okay. Ja, dann lass uns mal weiter runter in die Hasenhöhle, ins Hasenloch.
Rocky 4, der 80er Trash schlechthin. Würde ich mal behaupten. Da direkt die Frage: Ist der Recut schon draußen? Ich will den Recut nicht sehen. Und Leute kommen mir damit und sagen, sie wollen ein Produkt wie in so einer Zeitkapsel nehmen und daran rumschneiden und so weiter. Nein, der soll so sein, okay? Also, wir dürfen nicht vergessen, Rocky 4 ist nicht mehr das, was Rocky 1, 2 und auch 3 waren. Ist er nicht. Ja, das ist so ein, witziger, over-the-top 80s-Film und gleichzeitig die authentischste Lösung des Kalten Krieges. Ja, ich würde sagen, Rocky, so wie David Hasselhoff die Mauer eingerissen hat, so löst Rocky halt die UdSSR auf. Ja. Das ist so passiert. Ja. Also, ich bin, das habe ich im Geschichtsunterricht gehört, dass Rocky gesagt hat, you fucking change, you can change, everybody can change. Und dann war es vorbei. Also, kurz noch zur Info, Sylvester Stallone sitzt oder saß daran und hat Rocky 4 nochmal umgeschnitten. Und wollte was Neues, was man sollte auch, oder ist schon draußen? Ich meine, der Part 3 wurde auch umgeschnitten. Kommt aber noch auf jeden Fall. Also Stallone arbeitet selber im Schneiderraum an einer neuen Version. Man muss sagen, ich glaube, Rocky 4 ist das, was viele Leute denken, was Rocky 1 ist. Richtig. Weil das ist halt auch so dieses Over-the-Top und das ist das, was hängen bleibt. Russischer Muskelberg gegen den amerikanischen Boxer quasi. Also Westen gegen Osten, kalter Krieg. Man muss dazu sagen, der Film beginnt damit, dass. Das ist ein sowjetischer Handschuh und ein amerikanischer Handschuh. Erstmal in Zeitlupe gezeigt, werden dann aufeinander prallen. Es gibt eine Explosion. Ja. Und dann haben wir Rocky. Und es gibt halt auch diese gegengeschnittene Montage, wie der Underdog aus Russland jetzt trainiert. Ich glaube, er schleppt da nicht und die Rocky dann auch trainiert. Ja, nee, am Anfang. Ivan Drago trainiert mit Maschinen und hochtechnologisch. Ah, nee, genau. Und Rocky in den Bergen. Zieht Holz hinter sich her. Genau. Und dieser Film ist eine einzige Trainingsmontage, okay? Ja. Das heißt, der Film fängt an. So ein Drittel oder ein Viertel ist wirklich nur Montage. Der Film fängt an, ich habe es ja alle gezählt. Mhm. Der Film fängt an, okay? Mhm. Und die erste Montage ist nochmal Eye of the Tiger und Rocky 3. Warum? Weil wir den vergessen haben anscheinend. Ja. Okay, dann gibt's nochmal ein Flashback zu den vorangegangenen Rocky-Filmen, die auch in der Montage. Ich weiß nicht warum, aber es passiert. Ja. Dann haben wir den Kampf zwischen den Schicksalhaften zwischen Apollo Creed und Dolph Lundgren, aka Ivan Drago. I must break you. He dies. Und er schlägt ihn halt tot. Apollo Creed stirbt. Er stirbt. Danach, richtig. Ja, danach haben wir eine Autofahrsequenz, wo Rocky einfach durch die Stadt fährt und nochmal eine Montage sieht, die Greatest Hits von Apollo, aber auch irgendwie Klabberlang. Warum? Keine Ahnung. Ja. Und dann haben wir die ultimative Montage, die gefolgt ist von der ultimativen Montage. Und zwar, es gibt zwei im Schnee und in dem Super Gym. Eine mit Score und eine mit Theme Song und eine mit Hearts. Der Film besteht wirklich nur aus Montagen. Der Film ist ja. Ist einfach die Parodie. Ja. Von Rocky. Ja. Und ich habe die ganze Zeit, ich glaube, es ist aus South Park, das Lied We Need a Montage. Ja, voll. Oh, ja. Sowas wird trotzdem macht dieser Film doch irgendwo Spaß, weil er so drüber ist. Absolut. Allein dieses in Russland, die Szene, das ist großartig. Ja. Krass authentisch. Total. Ja. Also so war's. Ja, das ist aber so ein Film, bei dem ich mich immer sehr, sehr schwer tue, ihn dann wirklich zu bewerten. Mein Vater kommt aus der Sowjetunion, das ist genauso gewesen. Aufgewachsen, wie Rocky da stand und die Sowjetunion aufgelöst hat mit einer Rede. Er war dabei. Mein Vater hat es gesehen im Fernsehen und geweint und seitdem hat er ein Bild von Rocky über sein Bett. Genau. So, ja. Ja, das von Lenin wurde überhangen mit einem Sylvester Stallone-Bild. Mein Vater hatte keine Idee. Okay, so. Aber reden wir doch mal über Punkte. Okay, es ist schwer, weil dieser. Du vergleichst mit Rocky, ja. Guck mal, das Problem ist, ich kann diesen Film. Das alles nicht übel nehmen, weil der Film will ja genau das sein. Mhm. Okay, es gibt solche unglücklichen Unfälle, wie zum Beispiel The Happening, der halt mega lustig ist, aber der Film will nicht lustig sein, der will mich gruseln, ich lach mich tot. Ja. So. Ich hab mir im Streik kurz bei The Happening. Ich hab so krass, ich hab den ganzen Film übergelacht. Jedes Mal, wenn Mark Wahlberg seinen Mund aufgemacht hat, war es witzig. What? No! Das war fantastisch. Und dass sie auch den Twist in den ersten 15 Minuten verraten und dann sagen, übrigens, der Twist, den wir euch verraten haben, ist der Twist. Pff, ich so. Ja. Und der kläglich versucht, Wind darzustellen. Ah, Bäume. Ja, Bäume. Blätter wehen. Wo wir bei Shyamalan sind, habt ihr Old gesehen? Noch nicht. Nein, und ich hab auch irgendwie keinen Bock mehr. Also Shyamalan ist so ein. Er ist für mich, ich habe ja diese Reihe auf Movieplot von Müll bis Meisterwerk, das ist dieser Regisseur zusammengefasst. Auf jeden Fall. Das ist ja zusammengefasst. Auf jeden Fall, ja. Noch nie hat es so. Ich will auch irgendwann das auf Movieplot bringen, alle seine Filme zu ranken, weil das wahnsinnig viel Spaß machen muss, weil da kannst du drauf einprügeln und loben. Ich habe alle gesehen, bis auf The Last Airbender habe ich nie gesehen. Den habe ich gesehen. Ich habe zwei Filme von ihm nicht gesehen. Ich habe Old nicht gesehen.
und ich habe The Visitant. Du hast, ich wollte nämlich anfangen, das ist nämlich so ein Streitpunkt. Das ist boah, unsere Story. Den haben wir alle drei gesehen, in der drei. PV auch. Ne? Wir haben eine Pressevorführung von. Boah, ist der Scheiße. Ich möchte das nur kurz erklären, in Verteidigung zum Film. The Visit, da geht es ja um zwei Kids. Found Footage bei den Großeltern, oder? Bei den Großeltern, ja, genau. Die drehen selber, genau. Ja. Sie drehen selber, sie dreht so YouTube-Kanalmäßig so, ich drehe mein Diary und er will Rapper werden. Aber und irgendwas stimmt mit den Großeltern nicht und es wird, ne? Genau, die haben die Young nicht gesehen und. Und wir sind da rausgegangen und ich persönlich war der Meinung, also es war der erste Shyamalan-Film wieder, bei dem so die Gerüchteküche gebrudelte, bei dem dass der ganz gut sein soll. Der ist ja gar nicht so schlecht, der ist ja ziemlich gut. Und wir kamen da raus und ich dachte mir nur, also ganz ehrlich, ich fand den schlecht. Ja. Und Marius und Jonas sind raus. Was war das für ein Rotz? Die waren richtig persönlich, die waren richtig ergriffen davon, wie sehr sie den gehasst haben. Also bis dato, ich finde das Meisterwerk von Scheiße, das er gemacht hat, so absolut ist Lady in the Water. Lady in the Water ist das, was man an der Zelle vom Joker mit Fäkalien an der Wand geschmiert irgendwie findet. Ganz ehrlich, ich glaube, ich finde The Happening schlecht. Nein, The Happening. Ja. Ist lustiger, okay? Aber unfreiwillig. Beide. Aber Lady in the Water ist auch noch so hart prätentiös. Und ich glaube, Shyamalan spielt er da nicht selber einen Autor, der dessen Werke irgendwann die Welt retten werden und er weiß, dass er dafür umgebracht wird. Ja. Ist das nicht irgendwie in dem Film? In Old spielt er übrigens auch wieder mit. Ja, er spielt überall. Er war auch in der Unbreakable-Trilogie, die fantastisch ist. Was sagst du zu Last Airbender? Ich muss dazu sagen, Fernsehen. Und ich weiß, ich setze mich jedes Mal, ich habe die Serie nie gesehen. Okay? Oh, das ist auch Zeit. Ich habe die Trickserie nie gesehen. Ich habe den Film gesehen, dachte mir. Wie ist das bei dir mit dem Publikum? Bei uns wirklich stehen die Leute auf den Barrikaden und ich bin endlich eingeknickt. Jetzt gucke ich aber. Das hatte ich dieses Jahr ja zuerst mit, weil ich noch nie Harry Potter gesehen habe. Ne? Und dann habe ich dieses Jahr eine Reihe gehabt zum ersten Mal. Die habe ich gesehen. Genau. Ja. Ich habe jeden einzelnen Film gesehen. Das war ganz witzig, weil die konnten mir dann nie vorwerfen, du bist kein richtiger Fan. Ich sag, bin ich auch nicht, ich sehe es zum ersten Mal. aber mir hat die Reihe dann ziemlich gut gefallen, bis auf diese Spin-offs. Da fand ich gerade den zweiten. Ich auch. Ja. Die habe ich aufgehört. Ich habe beim letzten Harry Potter. Welchen Harry Potter fandst du denn am besten? Den vierten. Der vierte ist Orden des Phönix? Nein, der Gefangene. Feuerkelch, glaube ich. Ist es nicht der? Aber da siehst du, Jonas würde uns jetzt. Goblet of Fire. Das ist der mit diesem Tournament. Den fand ich am besten, weil alle sagen der dritte. Sagen der dritte und ich finde der dritte ist ästhetischer. Ja, der sieht schöner aus. Ja. Aber ich finde der vierte ist die echte Coming of Age Story. Mhm. Gerade wegen dem Ende, was da passiert. Bei mir ist es der dritte tatsächlich. Ja, die meisten. Ja. Und ich mochte den dritten, aber vielleicht wurde der auch zu sehr gehypt, weil alle gesagt haben, der Harry Potter 3. Ich so, Harry Potter 3 ist gut. Und da habe ich Teil 4 gesehen. Aber Leute, Harry Potter 4. So. Ich mag aber auch 1 und 2, muss ich ganz ehrlich. Ich mag die ganze Reihe. Ich mochte auch die Reihe bis auf diese Tierwesen-Nummer. Das war so. Ja, da bin ich aber auch tatsächlich raus. Also, obwohl ich den ersten auch mochte. Den ersten fand ich ganz nett, aber nicht mega. Und den zweiten fand ich wirklich schlecht. Ja. Ja. Rocky. Rocky 4. Wir waren ungefähr Rocky 4. Also Rocky gegen Harry 4. Und wir haben damit angefangen, diese ganze Tangente hat damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich kann den Film ja nur so bewerten anhand dessen, was er sein will. Okay, der will nicht Rocky 1, der will nicht Rocky 2, der will nicht Rocky 3 sein. Deswegen gebe ich ihm tatsächlich eine 7, weil er so derartig unterhaltsam ist. Blöd, aber weiß, dass er blöd ist. Ja, es gibt einen Roboter in dem Film, der mit Pauly flirtet. Genau, da haben wir nämlich den Pervert. Pauly hat sich einen Sexbot gekauft quasi. Ja. Und das wird, der Roboter wird rausgeschnitten werden, übrigens von Zilla. Du willst den Roboter. Das gehört rein. Ja, es ist so wie George Lucas, der die originale Star Wars Trilogie komplett. Na, nicht nur das. Es gibt keinen Werwolf mehr. Kacken und rülpsende Viecher in den Bild. Aber Harmshot First steht ja symbolisch dafür, was man da versucht. Ja, und nicht mal First. Der andere hat nie geschossen. Deswegen finde ich diese ganze Debatte voll lustig, weil eigentlich hat er nur geschossen. Und dann irgendwann. Die müssen nur heißen Harmshot. Ja, genau. Und dann hat er irgendwann zuerst geschossen, dann hat er irgendwann zuletzt geschossen, dann haben sie irgendwann beide geschossen. Ja. So. Also, ja. Was gibst du denn, Kampf des Jahrhunderts? Oh Gott, das Ding ist, man muss eigentlich gib mal eine 11 von 10. Richtig schön hier. Das ist halt schwierig, weil. Mach's ganz subjektiv. Ich gebe dir eine 6 einfach. Das ist doch okay. Siehst du, ich bin. Weil ich will da nicht mit Rocky 1 sprechen, weil, wie gesagt, das ist halt 80s, das, was sich die Leute unter Rocky vorstellen. Ja. It is. Aber Ken, bitte auch Rocky 1 sein. Absolut, absolut. Ich bringe die nicht auf ein Level, um Gottes Willen. Aber der Film will ja nichts anderes sein. Aber es ist Fun, eben. Deswegen ist es was ganz anderes. Und er zwinkert auch genug in die Kamera. Also es ist jetzt nicht so, dass sich dieser Film zu ernst nimmt. Das ist ein MTV-Video, Mann. So, und das ist mega. Ja. Wir kommen ja gleich nochmal auf Rocky 4 wahrscheinlich. Oh ja, jetzt kommen wir zu Teil 5, oder? So kommen wir gleich zu Rocky 4. Ja, wegen Creed 2, oder? Creed 2. Ach so, ja, natürlich, klar. Ja. Rocky 5, fangen wir damit an. Nicht gut.
Ja, das ist dieser Versuch. Ist nicht der Regisseur vom ersten Teil zurückgekommen? Ja. Evelson. John G. War das nicht irgendwie? Kannst du, Marius, hast du ein Handy dabei? Ja. Ich habe meins da hinten hingelegt. Ja, meins liegt auch da hinten. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das war der Versuch, so ein bisschen den Stil des ersten Teils einzufangen. Rocky wird zurück auf die Straße gezogen, quasi. Geworfen, aber das auch. Es wird so. Und übrigens, du hast kein Geld mehr. Spekulationsgeschäfte, ja. Du weißt ja. So, ja, schlechte Investments. Das ist normalerweise der Anfang einer schlechten Sitcom. So. Trifft diese Familie, die alles hatten und es jetzt verloren haben. Wie holen sie sich nur daraus raus? So. Marius. John G. Edwilson hat Regie geführt. So heißt er. Ja. Ja. John G., du hast den Vornamen, ich hatte den Nachnamen. Teamwork. Wie in Rocky 5, wo es ja auch darum geht, dass er die Boxhandschuhe an den Nagel gehangen hat und sich jetzt eigentlich, er versteht sich mit seinem Sohn nicht. Diese Vater-Sohn-Beziehung ist auch so ein ganz großes Ding in diesem Film. Rocky trifft stattdessen auf einen Jungen aus der Gosse, nämlich Tommy the Machine Gun. Tommy Gunn, genau. Ja. Und der Prollo, ey. Und ein möchte gern Don King ist im Film. Genau. Und der Typ, ich finde es nervig. Furchtbar. Ja. Und er trägt sogar die Klamotten, die er in 1 getragen hat. Das heißt, diese Lederjacke und den Hut. Ja, der und Hut kommt ja auch immer wieder. Ja, genau. Und er gestikuliert auch wie in Teil 1. Er erzählt auch diese Witze, die nicht witzig sind, aber die ihn halt so schon mal so. Und das Problem ist, dieser Film, Rocky 4 wusste, was er sein will. Rocky 4 wollte Trash sein. Dieser Film hat gesagt, ja, wir wollen Trash, aber wir wollen auch Rocky 1. Und wir werfen das beides in einen Film und dann haben wir nichts von beidem. Es gibt einen Aspekt an diesem Film, der vielleicht einem noch ein bisschen anders darüber nachdenken lässt. Ursprünglich war geplant mit Rocky 5, es gibt ja am Ende auch das, ein Spoiler definitiv, kurze Spoilerwarnung, es gibt diesen Schlusskampf auf der Straße, weil doch am Ende kämpft ja doch Rocky Balboa auf der Straße um sein Leben. Und es war mal geplant, dass Rocky bei diesem Straßenkampf stirbt. Dass er, die Idee dahinter war, dass Rocky da stirbt, wo er geboren wurde, nämlich auf der Straße. Das hätte ich furchtbar gefunden. Echt? Also ich sag's mal so, nur weil etwas mutig ist, finde ich es nicht immer gut. Also heutzutage sagen wir, oh, ich habe mich so viel getraut und ich habe mit euren Erwartungen gespielt. Ich kann euch auf den Teppich kacken, habe ich auch mit euren Erwartungen. Ihr werdet mich nicht nochmal einladen. Ihr werdet mich nicht nochmal einladen. Bis in den Dreh hinein war das anscheinend, oder zumindest kurz davor, war das ein wirklich brisantes Thema zwischen Studio und dem Regisseur und Sylvester Stallone. Die wollten das umsetzen. Was hat denn Stallone gesagt? Er wollte das so. Er wollte, weil es ist ja wie in Rambo. Ja. Rambo 1. Das sollte ja auch im Buch. Da gibt's, aber da gibt es sogar eine gedrehte Szene. Ja, genau. Die kann man sich auf YouTube angucken. Alternatives Ende von Rambo. Hätte ich. Also, besser gefallen. Auch hier hat das Studio eingelenkt und Rocky gewinnt den Kampf. Aber hier gebe ich dir recht, bei Rambo finde ich das alternative Ende besser. Ja. Aber Rambo ist nicht Rocky. Und Rocky ist ja gerade sowas sau optimistisches, lebensbejahendes. Ja. Und das so enden zu lassen, würde ich wirklich verwerflich finden. Also, ich glaube, es kommt auf die Umsetzung an. Ich hätte mir auch schon vorstellen können, dass das cool ist. Okay, dann stell dir mal vor, du hast trotzdem den gleichen Film mit diesem Don King-Verschnitt mit Mr. Fukuhila, der die ganze Zeit auf den Keks geht und der prügelt ihn tot. Ich stimme zu, es ist kein guter Film. Ich finde den aber auch nicht so schlecht wie alle anderen. Aber ich hätte, wenn der gestorben hätte ich gerne so ein Zukunftsding, wo man dann Rocky klont, um den ultimativen Boxer zu Rocky züchten. Rocky 3000. So, genau, so wie, oder wie Jason in Space hier so. Jason X. Jason X. Genau. Aber übrigens, aus dieser Idee ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme entstanden. Und zwar Predator. Der erste Predator ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt. Ich weiß, es ist voll witzig. Ich nenne den in einem Atemzug mit Filmen wie Jurassic Park, mit der Pate und so weiter. Es ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich habe ein ganzes Video dazu auf Movieplot gemacht. Deswegen will ich es nicht wiederholen. Ja, aber sehr gut. Aber da hast du den richtigen Ansprechpartner. Aber ich mache Predator auch. Aber die Idee war, okay, Stallone ist schon gegen den und den und den angetreten und Arnie gegen den und den und den. Und jetzt haben wir ein Wesen, das Badasses jagt. Und das war so die Grundidee. Ja gut, Punktzahl für Rocky 5. 4 von 10. 3. Ich gebe Rocky 5. Okay. Oh, wow. Die beste Wertung. Es gibt wahrscheinlich wenige Menschen auf der Welt, die den genauso gut finden wie ich, auch wenn ich nur eine 5 gebe. Ich finde, 4 von 10 ist schon echt nett von mir. Ich lasse mich da mal zu sehr von Figuren wahrscheinlich leiden, aber ich finde halt diesen Typ, der ist so nervig. Deswegen. Beide, Tommy Gunn und Don King, nicht Don King.
Möchtegern ja, so. Möchtegern Don King. Aber definitiv inspiriert von Don King. Aber trotzdem, wenn ja. er eine da aufs Maul kriegt auf der Straße, ist das immer so ein befriedigender Moment. Weil den ganzen ja, Film ist, weil der geht einfach auch so hart auf. Ich weiß, er soll böse sein, aber er, es geht so weit, dass du jetzt er uns. Redest von Tommy Gunn. Nee, ich rede vom Don Promoter. King. Von diesem ja. Promoter, der ja. irgendwie sagt: Schlag mich und ich ja. verklag dich. Und zum Schluss gibt er ihm einfach und sagt: Verklag mir, mich. Mir tut in diesem Film der Sohn, der echte Sohn von Rocky Balboa, immer so wahnsinnig. Ja, leid. Aber das wird ja auch später wieder aufgegriffen, ja. quasi. Also dieser vernachlässigte Dazu Sohn. Kommen wir gleich ja. auf Film, für den ich bereit bin, in eine Schlacht zu ziehen. Ja, oh. ich auch. Rocky Balboa. Yeah, Rocky Balboa. Eventuell der beste Film der Reihe, wenn nicht der. Großartiger Film. Und das Spannendste ist, ich habe den damals, ich war noch in einem Sportverein und wir haben den zusammen geguckt, oh. mit dem Trainer und so weiter. Und wir waren alle wahnsinnig gehypt, weil das war noch zu einem Zeitalter, wo nicht jedes Franchise zurückgebracht wurde ja. und nicht ja. 80% davon irgendwie in die Tonne getreten wurden. Kurz für die Zahlen, ne? Also Rocky 5 kam 1990 raus und dieser Rocky ja. Balboa, der eben nicht Rocky 6 heißt, sondern 28, Rocky Balboa. 2006. Oh, wow, okay. Was? Ja. 16 Jahre nach Rocky 5. Ja. Boah, ich hätte den jetzt noch ein bisschen früher gefordert. Nee, das ist krass. Krass. Da geht es ja auch darum, dass Rocky Balboas Frau ist mittlerweile tot, Adrian. Ja, er führt aber ein immer, Restaurant ja. namens Adrians, ja. was mir immer so das Herz bricht. Ja. Es ist übrigens, seine Gespräche auf dem Friedhof, ich kann die nicht gucken, ohne zu weinen. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht nah am Wasser gebaut. Okay? Ja. Ich weine selten ja. bei Filmen. Ich kann diesen Film nicht gucken, ohne zumindest dieses, kennt ihr dieses, ja. dieses Schlucken, das man hat? So, ja, ja. Das habe ich in diesem Film an dauern. Und es ist auch nach dem ersten für mich der autobiografischste, ja. Ja. weil alle haben gesagt, hey Stallone, du wirst noch mal einen Rocky-Film machen. Und es sagen die im Film, Rocky, du wirst noch mal in den Ring steigen. Ja. Genau, weil es geht darum, dass er halt schon längst in der Rente ist. Ja. Und es gibt einen simulierten Boxkampf im Fernsehen, mhm. was scheinbar da großer Trend ist. Das ja. gab es auch wirklich. Diesen simulierten Kampf, glaube ich, ja. gab es zwischen Muhammad Ali und Mike Tyson. Ah, ja. siehst du? Also da werden dann so zwei Avatare quasi kreiert, die gegeneinander kämpfen. Das ist wirklich Rocky Balboa in seiner Höchstzeit. Gegen Mason Dixon, den yeah, aktivierenden Schwergewichts-Champion. Und in dem Kampf, in diesem simulierten Fernsehkampf, gewinnt Rocky. Mhm. Und Mason Dixon muss sich fortan von allen anhören, er wäre zwar ein ganz okayer Boxer, aber niemals so gut wie der große Rocky Balboa. Ja, er kriegt halt diesen Klitschko-Ruf und so weiter. Ja. Du hast nur Opfer und keine Gegner. Ja, genau. So, es wird dir viel zu leicht gemacht ja. und so weiter. Aber wenn jemand wie Rocky kommen würde, würdest du verlieren. Aber natürlich nicht Rocky als 60-Jähriger. Und ja. Das ja, aber genau das passiert ja dann. Ja, genau. Rocky Balboa kehrt zurück mit irgendwie Ende 50 oder wie alt er da ist. Ich glaube, er war 62. Er war schon krass. Oder nee, ich glaube, er war sogar schon 65. Echt? Und er hat ja. echt eine auf die Fresse bekommen mhm. im Ring. Ja gut, also, das ist ja mittlerweile das Ritual bei jedem Rocky-Teil. Ja, du musst auf die Fresse kriegen. Ja. Ja. Und ich liebe den Film. Für mich ist das wirklich, der ist ein großartiger Film. Ist der menschlichste Film seit dem ersten. Ja. Genau, das war mein Gedanke. Es ist wieder, deswegen kommt er ja auch so gut an, weil er wieder zurück zur Menschlichkeit geht. Weil du hast eben diese Gespräche auf dem Friedhof. Du hast halt, er wird den wieder Sohn. Zu menschlich gemacht. Du hast nicht mehr Boxen, Klischee auf die Fresse, ja. sondern jetzt hast du wieder Menschen und Boxen ist wieder halt nur ein Vehikel. Ja, und hier, Milo Ventimiglia. Das ist der mhm. aus Gilmore Girls und Peter Petrelli von Heroes, wenn ihr ihn noch kennt. Der spielt ja jetzt den Sohn von ja. Song. Verdammt gutes Casting. Total. Wirklich verdammt gutes Casting. Ja. Und man versteht halt auch, warum er sich so ein bisschen. Warum er sich ein bisschen von seinem Vater distanziert, der hat es satt, in seinem Schatten zu stehen und gleichzeitig ja. gibt es so diese wundervolle Speech, die so ziemlich jeder ja, schon ja. irgendwann einmal auf Facebook gepostet hat oder Insta hält. Oder Twitter. Hier hast du mal reingepasst. Genau. In ja. seine riesige Hand. Es geht nicht ja. darum, was zu gewinnen. Nee, wie hart du austeilen kannst, sondern wie viel du einstecken kannst und immer noch aufstehst. Genau. Ja. Ja. Ja, gut, die Rede kennt jeder, die Szene kennt jeder, ja. jeder. Die ist ja. auch großartig. Ja. Ja, ich gebe dem 9 von 10. 10 von 10. 10 von 10 auch? Der ist bei mir so nah am ersten dran. So. Der ist, ja, aber der ist bei mir definitiv noch unter dem ersten. Und vielleicht bei mir sogar, ach so, sag du erst. 9. 9 auch. Ja. Weil bei mir ist der auch unter dem, wozu wir jetzt kommen. Creed. Das ist für mich der ewige ja. Kampf. Das ist für mich der ewige Kampf, welcher ist besser, Creed oder Rocky Balboa? Mhm. Ich sage, es ist Rocky Balboa. Ich sag Creed. Aber ich liebe Creed. Ja. Muss ich ja gleichzeitig dazu sagen, dass ich Creed total liebe. Und mhm. Creed kam in einem sehr interessanten Jahr raus, weil 2015. Genau. Und da kamen so viele Franchises zurück. Das war das Jahr, in dem das alles angefangen hat, so richtig ja. verrückt. Da kam ja. Star Wars, Episode 7. Mhm. Da kam Jurassic World. Mhm. Da kam Terminator, Dark. Nee, nicht Genesis. Ja. Und unter all diesen Trailern habe ich dann Creed gesehen. Und ich so. Und wer hätte gedacht, dass nur die Rocky-Reihe gut wird. Ja, ist so.
Und Ryan Coogler, Regisseur, hat davor Fruitvale Station gemacht. Großartiger Film. Und ich war hin und weg vor diesem Film. Wir waren zu seinem Kino. Ich war aufgelöst. Ich konnte das nicht fassen. Ich hab in diesem Film auch Tränen vergossen. Mhm. Der war echt wundervoll. Und das Besondere ist, ja, es gibt bestimmte Beats in so einem Franchise, wenn du einfach so viele Filme hast. Und gerade in diesem Franchise, du kannst nicht dir zu viel verrückte Sachen ausdenken mit der Formel. Und auf dem Papier ist es ein Underdog, der sich wieder beweisen möchte. Aber sie machen genug Eigenes. Adonis Creed. Der Sohn nicht, von Apollo Creed. Genau, ist nicht Rocky 2.0. Genau. Ist er nicht. Und er hat auch einen Leidensweg. Und er hat ganz andere Probleme. Er steht im Schatten von seinem Vater, den er nie kennengelernt hat. Gleichzeitig ist er eigentlich mega reich. Ja, und er könnte all das haben, was Apollo hatte. Hat eine großartige Mutter auch. Ja, hier, Mrs. Mutter. Huxtable ist das. Genau. Ja, richtig. Das ist Bill Cosby schon. Ah, die hat einen echt schwierigen Namen. Priscilla Richard. Ich kann ihn nicht aussprechen, weil ich das halt immer nur als Kind gelesen habe in der Bill Cosby Show. Und so. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Genau, aber das ist halt, und trotzdem gibt es Parallelen eben zu Rocky. Ja. Und am Ende passen die beiden ja auch so wundervoll zusammen. Da steckt so viel drin in diesem Film. Ja, und jetzt kommen wir zu Rocky. Und das ist eine Oscar-würdige Stallone-Performance, für die er auch nominiert wurde, meine ich. Zumindest hat er dafür einen Golden Globe bekommen. Ich schau mal nach, weil ich bin mir nicht sicher. Also Golden Globe hat er bekommen. Und wenn er nicht nominiert wurde, ist das ein krasser Oscar-Snub. Auf jeden Fall. Ich glaube, das war es nämlich auch. Ich glaube, es war. Aber ich bin mir nicht sicher. Es kann sein, dass er nicht nominiert wurde. Ah, da klingt jetzt wieder gerade. Stimmt, er heißt ja im Deutschen. Nee, also im Englischen Rocky's Legacy sogar tatsächlich. Rocky's Legacy. Ja, Originaltitel? Nee, im Original Creed. Ist einfach nur Creed. Auf Deutsch Rocky's Legacy und Original ist einfach nur Creed, genau. Was natürlich viel cleverer ist. Ja, Rocky's Legacy ist. Was auch immer wieder unterschätzt wird, ist also es geht ja, kurz um alle wirklich abzuholen, es geht um diesen Jungen namens Adonis Creed. Sorry, Marius, dann sag ruhig. Kurz, Golden Globe und nominiert für einen Oscar. Nominiert für einen Oscar, okay. Dann war der Snap aber, dass er ihn nicht gewonnen hat. Ja, danke. Absolut. Auch Riesenfan. Von der Performance. Und also, es geht ja um Adonis Creed, den Sohn von Apollo Creed, der seinen Vater niemals kennenlernen durfte. Und er zieht nach Philadelphia, um Boxer zu werden und von Rocky trainiert zu werden. Mhm. Und keiner traut ihm was zu. Er steht im Schatten seines Vaters. Er verliebt sich auch in eine Nachbarin? Ja, ich spiele von Tessa Thompson. Bianca. Musik macht. Bianca, genau, die auch einen Song für den Soundtrack gemacht hat, den ich sehr cool finde. Sogar zwei. Das wird auch seine Einlaufmusik quasi, ne? Teil 2. Okay, das kann sein. Aber zu Teil 2 kommen wir noch. Ja. In Teil 1 die Einlaufmusik, nämlich Hail Mary von Tupac, wo ich wirklich Gänsehaut bin, alter Tupac-Fan. Ich hatte Gänsehaut im Kino, wirklich. Ich auch. Und auf jeden Fall, wo ich hab den Faden verloren, ich wusste nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich musste gerade wieder an die Szene denken. Ein Einlauf da. Großartiger Film. Ja, der einer der ersten Kämpfe, ich weiß nicht, ob es der erste ist, ein One-Take. Der One-Take. Ja. Wow. Wahnsinn. Zwei Runden. Der hat auch richtig kassiert beim Dreh, oder? Ja, voll. Nee, also inszenatorisch ist das der beste Teil der Reihe für mich, also der gesamten Reihe. Ja. Aber, und ich liebe auch den emotionalen Punch und ich mag es tatsächlich, wie aus den beiden so eine sehr unwahrscheinliche Familie wird. Total. Weil aus den dreien sogar. Also aus Tessa, Bianca, Adonis und Rocky. Und Rocky. Und man findet heraus, dass Bobby irgendwie aus Jobgründen irgendwie Philadelphia verlassen hat. Paulie ist jetzt auch tot. Also Rocky ist wirklich allein und dann Diagnose Krebs. Ja. Und als das der Fall war, dachte ich mir, oh Gott, jetzt töten sie Rocky. Es ist so, ihr habt schon Han Solo getötet. So warum? Und das ist aber nicht der Fall. Aber gleichzeitig ist das, es wäre lächerlich gewesen, wenn sie jetzt Stallone noch in irgendeiner Form noch mal in Boxring geworfen hätten. Ja, und ich bin so glücklich, dass sie es nicht gemacht haben. Dann hättest du sowas bekommen wie Cry Macho. Hast du Cry Macho gesehen? Clint Eastwood. Nee. Von und mit Clint Eastwood. Der Mann ist, ich habe in einem vergangenen Podcast darüber gesprochen, der ist ja mittlerweile über 90. Mhm. Und er spielt eine Figur, die eigentlich so Ende 50, 60 ist. Okay. Und es gibt keinen Zeitpunkt in diesem Film, wo die Leute darüber sprechen, dass er alt ist. Er kann sich wirklich kaum noch bewegen in dem Film. Und da passiert, also wirklich, das ist absurd. Ja, schade, gerade wenn wir so einen Film wie Gran Torino mit ihm haben. Ja, genau. Der wirklich gut ist. So. Ja. Ich musste halt sogar so schlimme Gedanken an den nächsten Indiana Jones Film. Oh, nee. Das war schon im letzten Teil. Aber weißt du was? Im Gegensatz zu Star Wars und Eve's Mindset 2015, ich habe keine Hoffnung. Und deswegen, ich kann nicht enttäuscht. Ich kann von diesem Film
positiv überrascht. Von Indiana Jones 5. Also, ich kann von diesem Film nicht enttäuscht werden. Ich glaube, die haben 4 nur gemacht, damit wir von 5 nicht enttäuscht werden, weil wir keine Erwartungen haben. Das haben sie schon mal gemacht mit Die Hard. Ja. Die Hard 4 kam raus und alle meinten, wie kacke ist der? Dann kam Teil 5 raus, so schlecht war Teil 4 gar nicht. So. 4.0, weil damals war es cool, dass mit dieser Punkt irgendwas Version Genau. Das, verstehst du, es war ein Update. Ja. Weil es war ein analoger Cop in einer digitalen Welt. Analoger Cop. Ja, und ich liebe die kompletten Sequenzen zwischen Rocky und Adonis. Mhm. Ich finde, der Film hat Fanservice, aber Fanservice ist nicht die Geschichte. Das ist halt häufig so das Ding. Mich stört Fanservice per se nicht. Mich stört's nur, wenn es nichts anderes gibt. Ja. Star Wars Episode 9. Schlimmer für mich, also ich bleib dabei, der schlimmste Star Wars Film für mich bleibt Solo, A Star Wars Story. Also dieser Film, der war stinkend langweilig. Und das hatte ich bei keinem Star Wars. Nicht mal bei Episode 2 gab es so viele Momente, wo man so lachen konnte. Aber ich fand den wie viele andere okay, aber gleichzeitig war das auch so ein bisschen das, was dem Film so das Genick gebrochen hat, dass der eben so okay war. Wenn es nicht um Han Solo gehen würde, wäre der Film für mich auch okay. Aber so war es einfach so, dein Name ist Han Solo. Du heißt Solo, weil du allein bist. Und du willst Han Solo eine Backstory geben, wenn er die coolste Einführung der Filmgeschichte hat. Der schießt Greedo unterm Tisch in die Eier. Ja. Und jetzt sagt man, übrigens, diesen Arc, den er im allerersten Star Wars Film hat, den hatte er ja schon mal. Okay, wieso ist er dann so grumpy und ein Arsch in Teil 1, wenn er sowieso den 1:1 den gleichen Arc ist? Müssen wir nicht drüber reden. Ja. Der Film hat eh kein Geld gemacht. Zurück auf Fanservice, weil Episode 9 war dann für mich wirklich ein reiner, weil es nur ein Medley war an Star Wars. Und das ist lustige. Ich bin ja netter gegenüber Episode 9 als gegenüber Episode 8. Mhm. Und ich erkenne das objektiv, Episode 9 kein guter Film ist, okay? Das erkenne ich. Aber Episode 8 war für mich so der mit Anlauf tritt zwischen die Beine, dass ich das Gefühl hatte, es ist so, als wenn dein bester Freund dich irgendwie hart enttäuscht und dann kommt der einen Tag später und geht dir schon auf den Sack, wie häufig er sich entschuldigt. Aber er will sich zumindest entschuldigen. So. Also, aber ich sehe es genau. Das ist für mich der absolute Tiefpunkt. 9 kann es auch nicht mehr rausreißen. 9 probiert einfach alles an die Wand zu werfen. So, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das sind das grundverschiedene Filme, sehr, sehr unterschiedliche Filme, aber beide irgendwie so gleich. Der Beste. Aber Fanservice, ich habe eher Angst vor den ganzen Crossover-Sachen bei Marvel und DC. Mhm. Weil, guckt mal, ihr aus den 2000ern, wir haben Tobey Maguire, guck mal. Also, wir haben einige DC-Marvel-Crossover auch gelesen und bisher habe ich noch nichts gelesen, was ich irgendwie gut fand. Und ich bin gigantischer Spider-Man Sam Raimi-Fan. Ja. Und ich sag's mal so: ich krieg dafür immer Hate. Ich bin kein Fan von Tom Holland Spider-Man. Ich finde den ehrlich gesagt richtig furchtbar. Mhm. Das ist für mich nur Iron Boy und der hat keine Konsequenzen. Und so. Ein Rich Kid, der in Europa rumreist. Wo ist der etwas zu arme Junge, der aber allen hilft und technisch was drauf hat? Und selbst wenn er Geld hätte, okay. Aber ihm gelingt ja alles. Das heißt, wenn er ein Mädel süß ist, kann er sie einfach anquatschen. Wenn er ein Mädel süß findet, kann er sie einfach anquatschen. Und es funktioniert. Ja. So, Peter Parker kriegt die Zähne nicht auseinander und ist schüchtern. Ja. Und das ist die konsequente Fortsetzung vom vorletzten Spider-Man. Das war ja auch so, wie kann der nerdige Spider-Man sein? Good-looking guy? No way. Aber Andrew Garfield. Andrew Garfield, das Einzige ist, dass sie gesagt hat, er ist halt zu attraktiver. Ich finde, er hat so einen guten, modernen Nerd gespielt. Der halt ruhig in der Klasse hinten sitzt. Ich finde, es war schon okay. Ja. Aber an Raimi kommt halt nichts ran. Ja. Und wenn du der war ein guter Spider-Man. Der sah gut aus. Ja. Mit dem Anzug und das war so, wow, das war ein guter Spider-Man, aber nicht unbedingt ein guter Peter Parker. Ich mochte ihn auch als Peter im ersten Film. Also, ich hasse die Amazing Spider-Man 2. Mhm. Ich finde, der erste Film ist ein bisschen unterschätzt. Ich finde, der hat sehr viele starke Ideen. Mhm. Aber im Gesamten, okay. Mhm. Als Fortsetzung zu Spider-Man Homecoming und Far From Home, die ich beide nicht mag. Mhm. Und die sich auch beide anfühlen wie einfach typisch, okay? Einfach so Produkt für euch. Ja. So. Ja, dann ist es ein Gimmick, Toby und Andrew zu sehen. Und nach so vielen Filmen, die dieses Gimmick schon benutzt haben, zieht es nicht mehr. Es hat krass gezogen, als ich 2015 Han und Chewie gesehen habe. Da hat es so gezogen und da habe ich gequietscht. Der Trailer, zu Hause, das war so wow. Aber ich kann nicht mehr quietschen, weil jeder Film macht das mittlerweile. Ja. Und deswegen ist es nichts Neues mehr. Oh, da kann man auch noch zu reden drauf. Ja. Kevin Feige auch gesagt, hat nicht gesagt, ich muss die Erwartungen runterschrauben an alle? Natürlich. Oder sowas? Also, dass du das sagen musst, ey Leute,
wird vielleicht nicht so krass, wie er es denkt. Okay. Und natürlich wird es auch riesengroß im Internet gehypt. Oh, geil, Marvel. Oh, wir kriegen es alle richtig jetzt ins Gesicht. Aber gleichzeitig ist es nicht ein bisschen traurig, generell. Ist es nicht ein bisschen traurig, dass wir haben da den dritten Spider-Man-Film mit Tom Holland. Und was die Leute am wenigsten interessiert, ist Tom Holland in seinem eigenen Spider-Man-Film. Und das ist halt so der Punkt, ja, wo die sagen so, aber Crossover und Multiversum. Ich so, aber Hauptfigur interessiert mich nicht. Warum sollte mich das jucken? Ja. So, ich aber kann auch sagen, Into the Spider-Verse. Fantastisch. Ja. Bester Spider-Man-Film seit Spider-Man 2 von Raimi. Ja, ja, definitiv. Und ich bin also easy. Und warum redet kein Mensch über diesen Film? Und ich kann Spider-Man 3 tatsächlich hart verteidigen. Echt? Oder okay. Übelst. Ich hab dem Film 36 Minuten auf YouTube gewidmet. Okay. Okay, pass auf. Es hat den besten Venom auf der Leinwand. Ja, hatte. Nee, nicht nur das. Also, das machen wir nach der Sendung. Das wird zu lang. Ich bin da auch anderer Meinung. Ja? Aber das machen wir nach der Sendung. Ja. Das wird zu lang. Ja. Creed war wir, glaube ich. Was wir sind bei Creed. Weil ich dem 9. Aber eine 9, die an die 10 kratzt. Leute, ich weiß, du hast mir eine 10 von 10 gegeben. Habe ich dem eine 10 von 10 gegeben? Nein, ich habe dem eine 9 von 10 gegeben. Im frühen Dem hast du 10 von 10 gegeben, glaube ich. Ja? Ich glaube schon. Meinungen ändern sich. Ja, klar, das ist ja auch über Zeit. Ja, aber ich überlege, also manchmal wird es eine 11. Aber nein, das ist halt so, wenn ich Rocky 1 eine 10 gebe, dann will ich dem schon irgendwie eher eine 9 geben. Aber für mich ist es ein. Also, ich liebe an dem Film, wie der baut sich wie so eine Lawine auf. Und am Ende entlädt sich alles so in einem Schlag. Das ist wie Letterboxd. Du gibst ihm 5 und noch das Herzchen. Und Creed kriegt nur die 5. Hm. Ohne das Herzchen. Ja. Ja, oder 4,5 und das Herzchen. Oder so, ja. Ja. Okay, wenn ich Rocky und Rocky Balboa eine 10 gegeben habe, gebe ich Creed eine 9 oder 9,5. Ja. Also er kratzt ganz weit oben an den beiden, aber ich finde Rocky und Rocky Balboa ist halt non plus ultra. Ja. Und dann kommt Creed. 9. Marius? 9. 9, ja. Was ist denn, und jetzt kommen wir zu dem, was du eben angesprochen hast, Ivan Dragos Sohn möchte, also Victor Drago möchte gegen Apollo Creeds Sohn Adonis Drago kämpfen. Creed 2. In gewisser Hinsicht gibt es viele Aspekte an diesem Film, die ich mehr liebe als Creed 1. Tatsächlich. Obwohl der Film im Gesamten nicht so gut ist wie Creed 1. Im Gesamten ist Creed 1 definitiv der bessere Film. Mhm. Ich finde, wenn Creed 1 so eine leichte Staffelübergabe war, ist Creed 2 so richtig Adonis-Film. Ja, so richtig Front und Center. Stimmt. Und wir lernen ihn da noch besser kennen. Und wir lernen auch seine Charakterschwächen so richtig kennen, wenn sein Ego mit ihm durchdrückt. Wir haben noch gar nicht über Michael B. Jordan gesprochen. Michael B. Jordan, fantastischer Schauspieler und unfassbar emotional. Es gibt so viele starke Szenen. Und ich finde, die heftigsten emotionalen Szenen mit ihm gibt es aber tatsächlich in Creed 2. Ich meine, die Tragödie zum Beispiel mit dem Kind. Habt ihr Space Jam A New Legacy gesehen? Nee. Ich habe mich geweigert. Nee, das möchte ich auch nicht sehen. Ja, Moment mal. Es gibt tatsächlich eine Szene, in der habe ich mich kaputt gelacht im Kino. Das ist ein Gag, das ist vielleicht absichtlich. Der ist zum Lachen da. Okay. Völlig absichtlich. Soll ich es euch spoilern? Ja, komm. Wehe, du spoilerst mir Space Jam 2 noch nicht gesehen habe zu diesem Zeitpunkt, wird den auch nicht sehen. Der Film ist ein halbes Jahr alt, da kann man doch mal spoilern. Ja, aber wer guckt den denn noch bitte? Nein, aber ich spoilere auch nichts von der Handlung. Aber diesen Gag nehme ich vorweg. Der ist also für alle, die den noch sehen wollen, die den noch ganz oben auf der Watchlist haben, ne? Spoilerwarnung. Ja, bitte. Alle anderen, es gibt so eine ultra witzige Szene. Da es ist wieder dieser Halbzeit, also es ist wieder die Looney Tunes gegen die Monster. Das sind aber nicht die Monsters, die ersten diesmal anders im Film. Hab schon wieder vergessen. Okay. Ne? Und die liegen ganz weit hinten in der Halbzeit. Das ist wieder die Halbzeit schon. Wir brauchen was, um zurückzukommen. Und dann sagt er, naja, ich hatte eine Überraschung für die Halbzeitpause. Ich habe Michael Jordan besorgt. So, Michael Jordan? Also, ja, hier kommt er. Und dann öffnet sich die Tür und da ist so ein ganz großer Schein. Und Michael B. Jordan tritt heraus. Ich fand's mega witzig. Aber auch nur, wenn du ihn halt kennst. Ich glaube, das ist bei vielen einfach so. Ich kann mir vorstellen, dass das komisch ist. Mhm. Aber gleichzeitig musste ich die ganze Zeit, als du jetzt darüber geredet hast, über diesen Halbzeit-Gag, musste ich zu krass daran denken, wie geil es war, dass Bill Murray im ersten Film aufgetaucht ist. Total. Und Bill Murray King des Sarkasmus in Space Jam reinzuwerfen. Ja. Also ich fand auch Space Jam 2 um Himmels Willen ziemlich schlecht. Ne? Glaube ich dir. Auch LeBron James ist auch wirklich sehr limitiert. Ich sag's mal so, der erste Space Jam ist objektiv kein guter Film, aber der lief auch zu einer Zeit, als ich wirklich obsessiv war, was die Looney Tunes anging. Mhm. Und wie alt warst du da? Das war vielleicht nämlich mein erster Kinofilm überhaupt. Ach, bist du jünger als ich? Also ich bin 86er. Ach, du bist gar nicht so viel jünger als ich. Sondern? Du bist ein Jahr jünger als ich. Ein Jahr jünger, also bist du 88er. Ja. Okay. Ist der von 96?
Ich glaube 95. Ich kann dir sagen, was mein erster FSK 12-Film im Kino war, in den ich nicht rein durfte und mich mein Vater trotzdem reingeholt hat. Und das war Men in Black. Geil. Ja, ja. Das ist ein guter erster FSK 12-Film. Ja, das, ja. Ist, so. Das ist gut. Ja. Nee, deswegen. Und wen interessieren denn heutzutage noch die Looney Tunes? Kennen die Kids überhaupt noch? Das habe ich mir auch gefragt. Die kommen aber doch jetzt wieder. Ja, okay, aber das, die können ja nicht einen Film raushauen. Nee, sagen, ich dachte auch zumindest, dass vor kurzem ist, das hat auch so niemand richtig mitbekommen. Tom und Jerry ist ja neu rausgekommen. Stimmt. Und ich dachte mir auch so, wer guckt das denn heutzutage noch? Der war wahnsinnig erfolgreich. Der hat irgendwie 130 Millionen Dollar oder so. Aber Reruns von Tom und Jerry gibt es gefühlt alles, weil sie gucken überall. Und das ist ab wie fern ist denn das? Ist das nicht eher so, Eltern gehen mit ihren Kindern in diese Filme, weil sie kennen das noch von früher? Vielleicht. Space Jam jolte ja eigentlich so, glaube ich, dann unsere Generation. Ansprechen, so, das habt ihr damals im Kino gesehen, gefeiert, weil ihr Kinder wart. Aber wir sind eine schlechte. Normalerweise haben Leute in unserer Generation Kinder. Ah, ja. Aber ich weiß nicht, aber selbst wenn ich ein Kind hätte, ich würde ihm, glaube ich, nicht sowas wie Space Jam 2 zeigen. Ja, ich weiß auch nicht. Um Himmels Willen. Aber jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Das ist auch, der Film ist total geisteskrank. Was ich sagen wollte. Für mich war es auch besonders, also ist es bis heute besonders am ersten Space Jam, dass die Looney Tunes so aussehen, wie die Looney Tunes aussehen. Mhm. Sind halt gezeichnet. Wenn ich jetzt da schon diese 3D-animierte Nummer sehe. Es gibt aber auch einen ganz langen Teil, wo es wirklich auch wieder. Weil dann denke ich so an die Schlümpfe und so weiter. Ja, der Film hat auch durchaus seine Momente. Ich will den nicht ganz zerreißen, aber ist größtenteils fand ich den auch. Wie gesagt, ich will ihn gar nicht irgendwie vorverurteilen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich verurteile eigentlich Filme nie vor. Ich gucke mir manchmal Trailer an und sag, da mache ich auch ein Video und sage, das sieht nicht gut aus. Aber wenn der Film dann gut ist, sage ich im Nachhinein, ey, das war aber gut. Und ich gebe denen immer eine Chance. Trailer können richtig lügen. Was haben die deutschen Kinos mit dem Wort Legacy? Könnt ihr mir das erklären? Ich verstehe es nicht. What the fuck? Also Creed wird zu Rocky's Legacy, Space Jam A New Legacy und Ghostbusters Afterlife heißt in Deutschland Ghostbusters Legacy. Afterlife ist so viel cooler und so viel besser und so viel sinnvoller in jeder Hinsicht. Und das versteht auch jeder. Ich meine, es gibt genügend Leute, die sagen Legacy. Mehr Leute in Deutschland kennen doch wohl das Wort Afterlife als Legacy. Ja, das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht, wirklich. Können wir zurück zu Creed 2. Was gibt es denn Creed 2 an Punkten? Ich gebe Creed 2 eine gute 8. Eine 8? Ich fand den super. Wahnsinn. Und ich sag dir auch warum. Ja. Also erstens war ich schwer überrascht, dass sie die, dass sie das nochmal aufgreifen aus Teil 4 und es sich nicht wirklich blöde anfühlt. Ich finde, es hat sich nicht blöde anfühlt. Was krass ist, es hätte sich sehr schnell sehr. So der Sohn des einen. Ich versuch's nur nochmal. Ich habe den einmal gesehen noch. Achso, ja. Ich habe den nur einmal im Kino gesehen. Zusammen mit dem. Ich war schwer überrascht, dass ich das nicht blöd. Weil als ich gehört habe vom Konzept von Creed 2, war ich dagegen. Ich so, was macht ihr jetzt? Ja. Und sogar Dolph Lundgren ist kein eintöniger Charakter mehr in dem Film, obwohl er eigentlich nur ein paar Sequenzen hat. Und ich so, wow, das ist eine Performance, Mann. Und zum Schluss, das Ende dieses Films. Ja. Und muss ich einfach ehrlich sein, wenn mich ein Film so zu Tränen rührt, dass ich wirklich so die letzte Szene, wenn Rocky seinen Sohn sieht und das Enkelkind, und sie sogar sagen, sieht aus wie Adrian, sie haben wirklich ein Kind gecastet, es aussieht wie Adrian. Sorry, ich kann nicht anders, ich war fertig. Und letztlich gab es diesen schönen Moment, wo Rocky nicht in den Ring steigt und die Kamera von ihm weggeht. Und das war auch sehr schön inszeniert, diese neue Generation ist jetzt wirklich da. Ja. Deswegen, ich fand den wundervoll, aber ich fand Creed 1 besser. Ich habe sau vieles vergessen von dem Film. Oh, wow. Sau vieles. Ist total viel nicht in meiner Erinnerung geblieben. Und ich bin wirklich eher so bei 6, weil ich fand den immer nur so okay. Den müssen wir noch mal gucken eigentlich. Ich habe nicht so viel Zeit, weil ich heute nicht so lange hier bin. Aber ich noch mal nachholen. Guck den doch mal und schreib mir dann, ob sich deine Meinung geändert hat. Das würde mich wahnsinnig interessieren, weil ich finde den wirklich schwer unterschätzt. Also ich finde ihn wirklich sehr gut. Also nicht so gut wie Creed 1, nicht so gut wie der erste Rocky und so weiter, aber danach solide drunter. Der ist so im Spektrum von Rocky 2 für mich. Also ist halt die Frage, willst du das Ende, dieses versöhnliche Ende, Rocky versöhnt sich mit seinem Sohn wieder und Enkelkind und sowas, oder Rocky wäre fast auf der Straße verreckt? Also welches Ende wäre, ist das besser? Ja, das war auch so versöhnliches Ende ist, glaube ich, schon schöner, weil das ist ja also 45 Jahre Filmgeschichte, ist schon krass. Ich finde, die gehen sehr respektvoll mit dem Film um, mit den Charakteren um, haben auch gleichzeitig eine neue Tragödie, auch mit dem Kind von Bianca und Adonis, wo ich das mich auch sehr fertig gemacht hat. Und nichts davon fühlt sich so an, als wollten sie jetzt einfach nur emotional schocken. Es fühlt sich krass organisch an. Deswegen konnte ich im Film echt eine Menge abgewinnen. Und selten haben sich in einem Film, selbst in der gesamten Rocky-Reihe, die Schläge im Boxkampf
ich habe sie gespürt. Ja. Ich habe sie wirklich gespürt. Die Inszenierung von Creed und Creed 2 ist schon heftig. Ja. Ja, ja. Ja, ich kenne bei Creed 1 gibt es einen Schlag. Wir wissen sofort, welchen Schlag ich meine. Da hörst du wirklich im Kino. Ich habe, dass ich den das zweite Mal im Kino gesehen habe, wusste ich halt, dass es kommt. Ich wusste, was mich erwartet. Und ich habe genau kurz vorher, statt auf die Leinwand, habe ich in den Zuschauer, in den Publikumssaal geblickt, so wie die Leute so reagieren auf diesen Schlag. Und du hast halt genau das Geräusch, hast du wirklich in jeder Reihe von jedem Menschen gehört. So ein Und dann so absolute Stille, niemand hat sich getraut zu atmen. Du hast halt genau gespürt, wie gerade jeder mitgegangen ist. Und das ist schon passiert nicht mehr so oft. Ja. Ja, Marius, du hast deine Punkte. Sieben. Aber ich muss ihn auch noch mal gucken. Ja. Ich muss ihn noch mal gucken. Das hat jetzt, das war jetzt viel länger als geplant. Ja, war ja klar. Sorry, wenn du mit Rocky anfängst. Das ist bei mir genauso. Vor allem, ich kann, bisher haben wir auch Jonas und so, bisher konnten wir noch nicht so ausgiebig darüber sprechen oder haben es einfach nicht getan. Ich dachte, wir nutzen jetzt die Chance. Ja. Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich das erste Mal mit euch in irgendeiner Form über Filme und so weiter rede. Ja. Und da explodiert man und will so viel sagen. Ja, das stimmt. Man will auch so viel sagen. Was ist denn. Ich mache jetzt mal eine coole Überleitung in das nächste Themensegment. Was war denn so der beste Film? Ich hatte vor die besten Filme. Machen wir jetzt mal den besten Film der letzten Wochen, den ihr so gesehen habt. Der letzten Wochen oder letzten Woche? Machen wir mal der letzten Woche. Dann ist es für mich Ghostbusters Afterlife. Oh. Habe ich auch gesehen vor, ja, vor 6 Tagen habe ich den gesehen. Und es ist für mich das, was mir sehr viele von diesen späten Sequels versprochen haben, was ich nicht bekommen habe. Den kann man für Ghostbusters, wie gesagt, die Tangente ist ein bisschen, weil die Filme man nicht miteinander vergleichen kann, aber es ist der Creed der Ghostbusters-Filme. So weit würde ich persönlich nicht gehen. Fand ich Creed viel zu großartig. Nein, ich meine nur in der Hinsicht, dass wir neue Figuren haben, die wirklich Spaß machen, die was Eigenes sind. Wir fangen Herz und Seele des Originals ein, ohne den Plot 1:1 wieder zu erzählen, obwohl es sehr viel Fanservice gibt. Sehr viel, ja, das stimmt. Aber der Fanservice fühlt sich nie so an, als würde er eine Story ersetzen. Und es fühlt sich auch nie so an, als wäre das so ein reines Studioprodukt. Man spürt dieses fette Herz dieses Films. Ja. Und deswegen kann ich hier viel gnädiger damit umgehen als in vielen anderen Franchises. Ja, ich spreche immer so ein bisschen wischiwaschi darüber, dass ein Film auch eine Seele haben kann. Voll. Und dieser Film hat das definitiv. Und du merkst wirklich durch und durch, dass das überhaupt kein Cashgrab ist. Danke. Überhaupt nicht, sondern dass wirklich hier der Sohn von dem Originalregisseur von Ivan Reitman, nämlich Jason Reitman, der hat diesen Film inszeniert und du spürst wirklich von vorne bis hinten, dass da super viel Liebe drin steckt und auch du hast auch so viele Ghostbusters-Referenzen in allen Details und überall. Also das heißt, du hast diesen Fanservice drin, aber die Geschichte selbst ist total organisch und rund und was wirklich komplett Eigenes. Es geht nämlich darum, machen wir mal kurz die Synopsis. Harold Ramis, Egon Spengler, so heißt er, lebt mittlerweile auf dem Land und gilt als sehr verschrobener, komischer Kauz. Und ich krieg die Handlung gerade gar nicht mehr zusammen. Die Tochter hat auch wiederum 2 Kinder und als Egon Spengler stirbt, ziehen sie in sein Haus, weil die völlig ausgebrannt und pleite sind. Und da trifft vor allem, also findet vor allem das jüngste Kind, das Mädchen, das ich übrigens großartig finde. Phoebe, die war klasse. Die war großartig. Wirklich, die war so das Risiko. Ohne Witz, ich habe den Trailer gesehen, ich weiß nicht. Ja. Und sie haben das so nuanciert gemacht, weil sie hat sehr viel auch von Egon. Ja. Aber sie ist nicht Egon 2.0. Genau. Okay. Und also sie wirkt halt wirklich wie so ein awkward Kind, das man in der Klasse haben könnte. Sonst aber auch nicht überspitzt, sondern genau im Richtigen. Es ist dieser typische schmale Grat. Es ist das, was der erste Ghostbusters-Film generell auch so gut gemacht hat. Dieser schnelle, sarkastische, trockene Dialog ist drin. Also mit Ghostbusters 2016 wurde einfach nur geschrien den ganzen Film über. Und er war getanzt. Ja, und hier haben wir einfach diese sehr, sehr schnellen Dialoge, wo man auch das Gefühl hat, ich will wissen, wie viel davon improvisiert war teilweise. Ja. Und es fühlt sich wirklich sehr gut an. Ja, ja, und auch wie die Figuren sich da auch über sich selbst hinauswachsen müssen, wie die sich entwickeln müssen. Das fühlt sich zwar alles irgendwie bekannt an, wie so ein alter, klassischer Hollywood-Familienfilm, aber so ein sehr, sehr guter. Ja, es hat was Spielberg-eskes, so ein bisschen. Definitiv. Und gleichzeitig, viele hatten Angst, oh, ist das jetzt Stranger Things? Ist es nicht wie Stranger Things. Nee. Es ist definitiv nicht wie Stranger Things. Und in meinem Review habe ich das auch, glaube ich, so beschrieben, dass der erste Ghostbusters-Film ja trotzdem wie so eine Startup-Story ist. Ich meine, das ist eine Business-Story. Aber diese Loser, die sich so ein bisschen selbstständig machen. Genau. Und die müssen sich ja sogar gegen die Regierung und Regulierungen wehren und so weiter. Die kommen auf den freien Markt. Genau. Und hier, allein da unterscheidet sich schon sehr. Das ist eine
Familiengeschichte, deswegen ist es ein bisschen intimer. Ja. So, es geht um Vermächtnis, wie gehen wir damit um? Und gleichzeitig, wie geht Jason Reitman mit dem Vermächtnis um von Ivan Reitman? Genau. Ja, und das Coole ist halt auch, dass auch so eine nette Behind-the-Scenes-Geschichte, die ich persönlich total süß finde, ist, wie Jason Reitman, also als Ghostbusters 1 gedreht wurde, war er ein kleines Kind und ist halt wohl anscheinend die ganze Zeit auf dem Set rumgerannt. Ne? Und jetzt war es wohl genau umgekehrt, dass der Vater die ganze Zeit am Set rumgerannt ist und ihm auch bei jeder Entscheidung über die Schulter geguckt hat. Das ist halt auch, und diese Familiengeschichte hinter den Kulissen, die ist auch wirklich, das ist der Film auch. Und ich glaube schon, dass man nicht von der Hand weisen kann, dass der Film einige Schwächen hat. Gerade so in der, ich würde mal behaupten, so im letzten Drittel, so in der Handlungsentwicklung, da kann man durchaus über ein, zwei Sachen streiten, wenn man ganz streng sein möchte. Aber es ist genau, also dieser Film hat einfach bei mir, es ist ein typisches Stein im Brett. Ja, es ist, wie gesagt, es ist einer dieser Momente, wo viele Sachen, die mich an anderen Filmen stören, mich hier einfach nicht stören wollen. Im Gegenteil. Man merkt halt auch, dass dieser Film nicht nur dem Charakter Egon Spengler, sondern Harold Ramis auch noch mal gewidmet wurde. Und das macht dieser Film so schön und so vorsichtig, dass ich sagen muss. Man muss dazu sagen, dass Harold Ramis verstorben ist. Ja. Ich glaube, viele, die da unvoreingenommen in den Film reingehen. Ich glaube, das ist noch mal anders, weil, keine Ahnung, ich höre das ja schon raus. Ich persönlich bin sehr mit Ghostbusters aufgewachsen, habe beide Teile wirklich oft gesehen und liebe Ghostbusters. Auch die Zeichentrickserie. The Real Ghostbusters. Ja, genau, The Real Ghostbusters. Ich habe sogar Extreme Ghostbusters gefallen. Ja, ich übrigens auch. Ja. Und Slimer in The Ghostbusters. Ja, ich fand die sogar sehr cool. Das kenne ich nicht. Slimer. Siehst du denn auch Slimer in The Ghostbusters? Das war so die Kids-Version davon. Das war wie so kurze Clips mit Slimer aus der 90s-Serie. Ja, okay. Dann gab es eine Katze. Und dann hat man irgendwie, das war so ein bisschen, die Tiny Toon Adventures für. Verstehe. Aber Extreme Ghostbusters fand ich tatsächlich auch cool. Also wirklich auch wahnsinnig cool. Ja. Auch wenn das schon deutlich unbekannter war. Aber der Name ist schon so Extreme. Ja, aber das hat 90s. So 90s. Ja. Es schreit so krass 90s. Extreme Dinosaurs gab es auch. Ich glaube halt so, für genau die drei Typen, die wir hier gerade sind, die mit Ghostbusters aufgewachsen sind, für uns ist dieser Film gemacht. Ja. Wir sind die Zielgruppe. Wir sind die Zielgruppe. Ja. Ja. Und was Space Jam 2 nicht schafft, schafft Ghostbusters. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ich gehe auch so weit zu sagen, was die Star Wars Sequels nicht schaffen, schafft Ghostbusters. Ja. Ich bin emotional in einem Ghostbusters-Film geworden. Hätte mir das jemand vor 5 Jahren gesagt, dass ich emotional in einem Ghostbusters-Film werde? Nee. Ich war im letzten Ghostbusters emotional. Aber ja, aber das ist was anderes. Aber würdet ihr sagen, man sollte sich auf jeden Fall nochmal Ghostbusters 1 und 2 kurz vorher anschauen, wegen den ganzen Referenzen? Eins auf jeden Fall. Zwei braucht man nicht, das stimmt schon. Zwei braucht man nicht wirklich. Ich bin auch immer der Meinung, guck mal, ich bin nett zu Ghostbusters 2, aber objektiv gesehen ist er eigentlich nicht wirklich so gut. Er ist der gleiche Film. Ist der gleiche Film in nicht so gut, weil die mussten halt, der Humor durfte nicht mehr so anstößig sein, der musste halt kinderfreundlich werden. Der Film musste halt Familienfilm so ein bisschen. Ja, gut, nach der Zeichentrickserie. Ja, klar. Genau. Bei dir war es auch so, du hast erst den zweiten gesehen, oder? Oder öfter den zweiten, weil du den Erfolg hattest? Ja, ein bisschen anders. Ich bin halt, ich habe als Kind schon Ghostbusters 1 und 2 gesehen. Mhm. Ich war aber ein Kind und habe halt 2 abgefeiert bis zum Gehtnicht mehr. Ich habe 2 immer geliebt, wie die dann in der Freiheitsstatue da rumlaufen, Ne? mit dem Us, diesem Slime oder wie auch immer das hieß. Ich fand auch immer, und das finde ich auch bis heute, dass Hugo aus den Karpaten? Ne, wie hieß dieses Gemälde? Vigo, um Himmels Willen. Vigo fand ich und finde ich auch immer noch saucool. Ich habe vor kurzem herausgefunden, das tut mir so hart leid, dass ich es immer zugeben muss, ich habe herausgefunden, dass das wirklich sein Gesicht ist. Ich dachte mal, krasses Make-up und das habe ich den Schauspieler gesehen. Ich fand aber immer, dass das war für mich irgendwann dann auch zu der Zeit der Inbegriff eines Bösewichts. So durch und durch, und das fand ich total geil. Voll. Ich habe das als Kind habe ich Ghostbusters 2 geliebt. Je älter ich wurde, und ich habe die Filme dann nochmal und nochmal gesehen, ist Ghostbusters 1 der weit überlegene Film. Ich mochte Ghostbusters 1 immer mehr schon als Kind. Ja. Es gab da so viele Szenen, die also sich in meinen Kopf gebrannt haben schon von der Kindheit. Sogar die gruseligen Szenen. Also ich werde nie vergessen, wie mich Zool kaputt gegruselt hat, okay? Und gleichzeitig, wie hart ich gefeiert habe über den Stay Puft Marshmallow Man. Ja, aber ich glaube, Ghostbusters Legacy, da sollte man wirklich eins noch mal sehen. Ja, eins sollte man sehen. Und ich sage auch, wer Ghostbusters 1 und 2 gesehen hat und beides total mies findet, der wird wahrscheinlich auch mit Ghostbusters Afterlife nicht so warm werden. Die Person wird sich das auch gar nicht angucken, glaube ich. Nee. Oder? Ja, also, das ist halt das Ding. Wenn du Ghostbusters 1 und 2 nicht magst, dann wirst du den nicht mögen. Ja. Wenn du Ghostbusters 1 liebst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du den nicht zumindest nett finden wirst. Ja, auf jeden Fall. So. Für einen guten Kinoabend
Ich will aber, dass den Leute gucken. Ich will wissen, wie es weitergeht mit Phoebe und den ganzen. Ach, das will ich nicht. Nein? Nein, ja. Ich bin eigentlich ziemlich glücklich, wenn sie da Deckel drauf machen und sagen, kein Franchise. Ich wäre so froh, wenn sie es einmal machen würden und sagen, wir haben das jetzt zelebriert, es war wundervoll, ich will nicht mehr davon. Nee, ich bin am Start. Als drei Teile ausgelegt, wie jeder Film heute. Da bin ich irgendwie zu sehr Fan. Also ich krieg da nicht genug von. Ich will auch wirklich sehen, wie die auf Missionen gehen mit ihren Protonenpäckchen. Ich gehe auch davon aus, dass es da, also wenn er genügend Geld macht, wird es eine Fortsetzung geben. Ja. Aber ich bin Hand aufs Herz, ich brauch's. Ja, gut, brauchen. So. Marius, was ist denn der beste Film, den du in den letzten Wochen gesehen hast? Der beste Film, oh je, ich muss gerade überlegen, weil wir haben letztens auch über solche Filme geredet, im letzten Podcast, und ich habe gestern Lamp gesehen. Habe ich auch gesehen gestern. Genau, du auch, willst du auch über den reden? Ja, aber ich glaube, du findest den besser als ich. Ich glaube schon, ja. Ich habe, also aktuell läuft in Köln das Fantasy Filmfest. Das war ja, du kommst ja aus Berlin, da war das schon vor ein paar Wochen. Für alle, die das noch nicht kennen, ich kann es immer empfehlen. Da gibt es total geile Filme teilweise. Ne? Also auf jeden Fall sehr außergewöhnliche und sehr, vor allem Genrefilme. Ja, die Range ist groß. Ich war gestern in 4 Filmen und ich habe von absolut Crap bis zu weirder Crabs, Glamrock. Ja, genau, Crabs, der Film, war wirklich Crab, zu Glamrock-artigem französischen, feministischen Sci-Fi. After Blue. After Blue, hin zu diesem interessanten Werk Lamp. Aus Island. Aus Island. Der, man muss dazu sagen, ich war vor allem gespannt auf diesen Film, weil der Autor dieses Films, der, ich kann den Namen nicht aussprechen, der heißt Sean oder sowas, das ist nur ein Name, also sein Künstlername. Und der schreibt nämlich auch The Northman von Robert Eggers, deswegen war ich so gespannt drauf und einfach, weil es nach wie ein weirder skandinavischer Film aussah. Skandinavisch natürlich jetzt hier in Anführungsstrichen, ne? Und es geht um zwei Menschen, um ein Ehepaar, die auf dem Land leben. Sie mit Noomi Rapace? Genau, mit Noomi Rapace. Die leben, die haben eine Schaffarm da und leben wirklich ein ganz einfaches Leben, kümmern sich um die Schafe, sind Farmer quasi. Und die versuchen im Film halt auch so möglichst wenig Dialoge zu haben, wie es geht. Das war eindeutig ein Ziel, das habe ich nachgelesen. Sind das Schafe? Die haben Schafe. Sind das Schafe? Lamp ist ein Lamm. Ja, Lamp ist ein Schafe. Aber die. Das sind Schafböcke, die du meinst. Schafböcke, ne? Nein, die Böcke sind die männlich mit den großen. Nee, Schafe haben auch. Ja, es gibt verschiedene Arten. Also, mach meine biologischen Wissenslücken. Das sind Elefanten. Das sind Strauße. Das ist Straußfarm in Island. Es sind Schafe, genau. Und, möchte ich gar nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall ist Frühling und die ganzen Schafe kriegen ihre Jungen. Und eins ist so besonders, dass die beiden es mit ins Haus nehmen. Mehr möchte ich nicht sagen. Naja, ist es besonders? Also vielleicht ja, so vielleicht nein. Sie nehmen es mit ins Haus und kümmern sich drum. Mehr möchte ich hier nicht verraten. Die Sache ist die, und ich würde auch sehr gerne da einen Schlusspunkt setzen, weil wir sind sehr unvoreingenommen in diesen Film gegangen, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. Du kennst halt, du siehst also auf dem Poster Noomi Rapace, wie sie so ein Lamm im Arm hält. Hast du den Trailer gesehen? Nee. Ich ja nicht. Und wenn du den Trailer gesehen hast, kannst du dir einfach denken, was es ist. Das ist ein bisschen das Problem. Und deswegen so, schau dir den Trailer nicht an. Ja, genau, guck den Trailer nicht. Geht einfach unvergänglich. Je weniger man weiß, desto besser. Der hat ein paar fette Überraschungen. Die haben sich aber auch wirklich einfach gemacht, indem sie in Island gedreht haben, wo du eine Kamera in den Dreck wirfst und es sieht geil aus. Ja. Weil Island wirklich immer schöne Bilder. Ja, da ist einfach ein Fluss. Und dann sieht einfach so, oh, ist das schön. Ja, so ein Wasserfall ist das. Ne? Ja, ja, aber auch dieser Fluss da, einfach so ein reißender Fluss. Ja, der Fluss ist richtig schön. Ja, da ist eine Straße. Ja. Ist schön. Ja, alles ist schön. Es ist schön, es ist ruhig, es ist mediativ, es kommt wirklich mit sehr wenig Dialogen aus. Ja. Es ist kein Stummfilm, es wird auch gesprochen natürlich. Es ist eine Erfahrung. Genau, es ist ein absolutes Filmerlebnis. Ich fand diese gesamte Grundidee, ohne sie zu verraten, fand ich großartig, hat eine Menge Spaß gemacht. Ich finde nur, der hat dann nichts daraus gemacht und das endet so ein bisschen so im Nirgendwo und damit hatte ich dann durchaus ein Problem. Ja. Deswegen fand ich den im Endeffekt nur in Ordnung. Ja. Cooler Film. Ja. Wenn man mal wieder außergewöhnliche Filmkunst sehen möchte, ist das definitiv eine Empfehlung. Aber jetzt auch nicht so gut wie zum Beispiel Pig, den wir zwei Tage vorher gesehen haben. Auf den bin ich so heiß. Haben wir bei dem letzten Podcast geredet? Ich glaube schon. Auf dem kann man ganz kurz Pick mit Nicolas Cage, der im Wald lebt, auch zurückgezogen mit seinem Trüffelschwein. Und ist es ein Schwein? Das ist ein Elefant. Es ist ein Trüffelelefant. Ja. Ihr macht mich fertig. Das ist ein T-Rex. Ja. Und der verkauft ja diese Trüffel an so ein Restaurant-Typus, so ein typischer Stadttyp. Und so ein Schnösel. Ja. Und man kennt ihn aus Hereditary. Ich habe vergessen den Namen immer. Alex Wolff ist es. Dieser Film, sorry. Hereditary hat mich. Alex Wolff ist groß in diesem Hereditary ist auch groß. Hereditary hat mich
tot gemacht. Einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre. Ja, ja, aber ich gucke ihn nicht nochmal in nächster Zeit. So. Also, der ist aber. Ich war traumatisiert, wirklich. Ja. Und bei Pick, irgendwann wird er halt nachts überfallen und sein Schwein wird entführt. Und Nicolas Cage macht sich auf, das Schwein zu finden. Und es spielt mit unseren, man, es spielt mit unseren Erwartungen an dieses Genre, ich hol mir zurück, was mir gehört. Vor allem, man denkt gleich an John Wick. Ja, klar. Ne? John Wick. Und ich mein, this time it's about a pig. Natürlich. Und vor allem, man kennt auch vielleicht die Bilder von diesem Film, wie Nicolas Cage da, er sieht aus wie so ein Hobo, ne? Ja, ja, voll. Er ist blutüberströmt. Und denkst dir halt, okay, das ist so Mandy-mäßig. Ja. Mandy fand ich persönlich großartig. Wie er dann auf so einen Rachefeldzug geht, das erwartet man. So viel verrate ich, das ist es nicht. Stattdessen geht er in eine ganz andere Richtung und eine Richtung, die ich so, die mich dann umgehauen hat im Kino, so, weil ich das überhaupt nicht erwartet habe. Ich will auch nicht spoilern. Also je weniger man weiß, desto besser. Es gibt so eine Szene. Mhm. Ich so, wow. Das ist wirklich so, oh. Oh, heftig. Also fand ich schon. Ich weiß also, nicht mal, welche Szene du meinst. Aber ich kann's ja, wir sprechen gleich nochmal drüber. Aber das war das wird zu verraten, aber es gibt Momente in diesem Film, die sind unerwartet Herzlich, und denkst, okay, die spielen mit unseren Erwartungen an Filme, von denen wir denken, wir könnten wissen, was passiert. Und es ist unglaublicherweise ein Erstlingswerk. Oh, wow. Und das ist ein Riesen. Das ist so wie Hereditary ja auch ein Erstlingswerk ist. Und das ist so ähnliche. Ich fand den nicht so krass geil wie Hereditary, aber ich fand den schon beeindruckend. Er wurde nicht in Island gedreht, aber sieht trotzdem gut aus. Also auch hier schöne Waldaufnahmen. Portland oder sowas? Irgendwas, irgend so amerikanisches Standardding, aber es sieht trotzdem schön aus. Also die Waldaufnahmen mit Nicolas Cage und sowas, ich fand das schön inszeniert. Auch seine Hütte. Ja, und vor allem, also du sagst es ja schon, der spielt mit den Erwartungen genauso nicht nur in Nicolas Cage Figur, sondern auch in Alex Wolfs Figur. Ja. Der ist auch, der tritt da, der fährt in diesem teuren Camaro an, tritt da so in seinem Schnösel-Outfit raus mit zurückgegelten Haaren und auch was mit dieser Figur passiert, ist großartig. Ja. Eine schöne Entwicklung. Ja, also der Film steht auf meiner Liste, seitdem ich gesehen habe, es gibt einen Film mit Nicolas Cage und einem Schwein. Das hat mir damals schon gereicht. Wenn das dann. Ich habe keinen John Wick erwartet. Ich habe keinen John Wick erwartet. Ja. Auf keinen Fall. Das bekommst du hier nämlich auch nicht. Ja. Das war übrigens auch das Fantasy-Filmfest der Tiere. Lamb, Crab. Crabs. Ja, kommt noch mal zum Tier. Stimmt. Ja, aber Krabs war. Also, wir haben auch Beyond the Infinite 2 Minutes gesehen. Bei dem haben wir, glaube ich, auch geredet. Japanischer. Wirklich Independent-Film. Mit dem Handy gefilmt. Handy gedreht. Weißt du, um was es geht? Nein. Es geht um einen Japaner, der hat einen Café und seine Wohnung ist direkt oben drüber. Ja. Und der stellt fest, als er von der Arbeit nach oben geht, unten steht ein Monitor und oben und der stellt unten fest. Steht ein Fernseher. Genau, Fernseher und oben auch sein MacBook, also sein Monitor. Ja. Und dann sieht er sich selber und stellt fest, das Café ist 2 Minuten in der Zukunft. Also der, beziehungsweise nicht das Café selbst, also, sondern der Fernseher quasi. Ja, genau. Nee, alles, was unten passiert, kommt ja oben an. Also quasi ist unten 2 Minuten früher. Ja. Und dann bilden sich Zeitschleifen. Wer ist der? Beyond the Infinite 2 Minutes. Oh, das muss ich gucken. Ein ganz, ganz winziger Film aus Super Japan. Super sympathisch einfach. In dem halt das Drehbuch total, also alles. Also, aber auch, wie der inszeniert ist, als One-Take. Ja. Ich hab übrigens den Film gesehen, den du vorgeschlagen hast zu Halloween. Der wurde mir zufälligerweise geschickt. One Cut of the Dead. Oh, ja. Ah, ja. Wie fandst du ihn? Ziemlich cool. Ja, ne? Ziemlich cool. Ja. Auch sehr überraschend und auch haltet euch fern von jeglichen Informationen. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest den so nach 20 Minuten ausgeschaltet. Ich wollte ihn nicht ausschalten. Ich sag's ganz ehrlich, ich mochte den Anfang total gerne. Mhm. Ich mag auch das, was danach passiert. Ja. Toll. Ja. Aber ich mochte auch den Anfang sehr gerne, weil es so war, wie es war. Ich habe mich in einer Szene kaputt gelacht. Ich sag nur das Stichwort, ohne was zu spoilern, Durchfall. Ja, da habe ich auch. Ich habe wirklich Tränen gelacht. Ja. Cooler Film. One Cut of the Dead, aber auch Beyond the Infinite 2 Minutes. Das ist so ein kleiner, also das avanciert gerade zum kleinen Kultfilm, würde ich mal behaupten. Es gibt so einen, beim Fantasy-Film ist so einen internen Wettbewerb, wo du abstimmen kannst, welches Erstlingswerk das beste ist. Pick war auch. Mhm. Nee, Lamp war im Wettbewerb. Pick war auch im Wettbewerb. Genau, Pick beides auch, Erstlingswerke. Ja. Der auch und der hat in anderen Städten hat gewonnen gegen diese Filme auch. Ja. Okay, wow. Und wirklich absoluter Tipp. Er macht einfach Spaß. Das ist witzig gemacht. Ich wollte erst keine witzigen Filme gucken dieses Jahr. Wenn du da jetzt dann anfängst, die Zeitebenen zu hinterfragen, warum eine eintritt, das andere nicht und so weiter, dann können wir schon. Aber ich habe bei Letterboxd stand einer gesagt: Christopher Nolan, guck mal hier, man kann auch mit wenig Budget einen richtig geilen Zeitabfuckfilm machen und noch ein bisschen cooler als Tenet. Ja. Ich fand den richtig gut. Ich fand den auch gut. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was findet ihr denn nicht gut an Filmen? Der König der Überleitung in das dritte Thema. Wir haben ja. Ich hatte mir überlegt, ich hatte einfach Bock darauf, wenn du schon da bist, wir sollten ja auch mal ganz allgemein über Filme sprechen. Mhm. Und ich glaube, bei dir ist das genauso wie bei uns. Manchmal macht es auch Spaß, so ein bisschen grumpy zu sein.
Ja, nein, also ich sag's mal so, ich bin selten grumpy, um grumpy zu sein. Mhm. Also aber es passiert. Es passiert, ja. Aber zum Beispiel jetzt gerade habe ich diese Batman Rewatch-Reihe auf Goodwill, wo ich jeden einzelnen Batman-Film nochmal durchgehe. Und ich war bei Batman und Robin. Ja. Was willst du machen? Willst du sagen, Meisterwerk? Nein. So. Aber das ist dann halt auch lustig. Das sind ja Filme, die halt so schlecht sind, dass sie einen gewissen perfiden Unterhaltungsfaktor haben, mhm, weil sie so kacke sind. Den habe ich im Kino gesehen. Aber ich habe den als Kind gehasst. Das ist krass, das muss man schaffen. Ich habe den als Kind gehasst. Wenn man als Kind schon weiß, dass das Trash ist. Und ich bin Zielgruppe. Ja. So, okay. Ja. Ebenso. Was mich zurzeit an Filmen stört, es ist schwer, das zu sagen. Ich kann sagen, dass es mich ein bisschen stört, diese Franchisierung. Ja. Dass alles ein Universum werden muss. Alles ein Cinematic Universe. Was mich auch sehr häufig stört, ist viele Kultklassiker oder Kultfranchise werden wiederbelebt. Und man merkt, es wird absolut respektlos. Mit einem Defibrillator wird das wieder. Ja, nee. Und auf der einen Seite wollen sie einen ködern, mhm, mit dem, was du liebst. Dann gehst du rein und dann wird das, was du liebst, mit Füßen getreten. Ey, das fängt ja schon damit an, dass die Filme genauso heißen wie die Originalfilme. Oh, die machen ja nicht mehr. Der neue Scream heißt Scream. Ja. Der neue Halloween heißt Halloween. Das ist jetzt schon der dritte Halloween, der schon Halloween heißt. Robocop heißt Robocop. Gut, da über den Film haben wir auch rein. Obwohl Halloween von 2018 mochte ich und Halloween Kills. Ja, ich mochte Halloween von 2018. Und ich muss immer dazu sagen, ich habe mir letztes Jahr das gegeben, ich habe mir die komplette Halloween-Reihe gebinged. Und okay, da ist Halloween von 2018 einer der besseren. Wie viele Filme sind das mittlerweile? Ich glaube, es sind jetzt mit Halloween Kills, den ich als reins Blätter-Slasher-Film für einen dummen Abend, mhm, unterhaltsam finde. Sei. Aber vielleicht liegt es auch, ich glaube, ich weiß, warum ich dieses eine positive Review zu dem Film bin. Weil ey, was? Ich habe ganz viel positiv. Ich habe den selber noch nicht gesehen. Zu Kills oder jetzt zu Halloween? Zu Kills bin ich, glaube ich, der Einzige. Bei Kills bin ich, glaube ich, der Einzige, der dem was abgewinnen kann. Es liegt daran, dass ich letztes Jahr alle gesehen habe. Ja, aber Moment, der kommt relativ gut an in der internationalen Kritik. Ich glaube, er kommt relativ gut an, was Boxoffice angeht. Aber ich glaube, so kritikmäßig. Ich glaube, alle finden es geil, dass der halt ein bisschen blutiger zu sein hat. Ja, oder? Ja, aber eigentlich erwarte ich kein Gore von Michael Myers. Ich erwarte Gore von Jason und ich erwarte Grusel von Michael Myers. Ja. Aber ich sag's mal so. Die Reihe ist eh kaputt. Schon lange. Als sie den Plot ändern, so, das ist ja seine Schwester und jetzt ist hier seine Nichte am Start. Das ist so, und da kommt dieser Kult noch an. Deswegen, ich habe die ganze Reihe letztes Jahr geguckt und ich habe auch die ganze Jason-Reihe geguckt. Und der Unterschied zwischen der Jason- und der Halloween-Reihe ist, wenn die Jason-Reihe blöde wurde, wurde es spaßig. Mhm. Wenn die Halloween-Reihe blöde wurde, wurde es scheiße. Ja. Und wie würdest du denn genau, wie ich dich eben gefragt habe, wie du die Rocky-Reihe jemandem, der nichts damit zu tun hat, beschreiben wollen würdest, wie würdest du das bei der Halloween-Reihe machen? Wie gesagt, wie viele Filme gibt es dazu? Warte, ich zähle sie kurz durch. Ich bin schnell drin. Halloween, Halloween 2, Halloween Season of the Witch, Halloween 4, 5, 6. Dann haben wir H20 Resurrection, haben wir die zwei Rob Zombies, dann haben wir Halloween von 2018, Halloween von 2012. Ja, 12. Ein Dutzend, das Dutzend ist voll. Genau. Oh, wie ich die beschreiben würde, die Reihe? Okay, es geht um einen Typen mit einer weiß angemalten William Shatner-Maske, der ein Stalker ist und Leute tötet und höchstwahrscheinlich das personifizierte Böse ist. Darum geht es aber nur in Teil 1 und 2. In Teil 3 geht es um, haltet euch fest. Ihr wisst, ihr kennt Teil 3, oder? Ich weiß, Halloween 3 Season of the Witch ist der einzige Film, in dem es nicht mal um Michael Myers geht. Weil die hatten damals vor, nach Teil 2 das zu beenden mit Michael Myers. Die dachten, das Franchise wird Halloween heißen und jedes Jahr wird es einen neuen Anthology-Film geben. Mhm. Also einfach nur irgendwas thematisch an Halloween. Deswegen haben sich alle gefragt, was zur Hölle gucke ich da gerade? Ja. Genau. Da geht es nämlich um eine Armee von Robotern, die Leute umbringen, im Auftrag von einer Organisation, die mit Hilfe von Stonehenge und Masken und einem Jingle Kinderköpfe platzen lassen, weil das sind dann moderne Opfer, mit der sie Zauberei wieder in die Welt bringen. Klingt großartig. Das ist der Plot von Season of the Witch. Und der Film war so spektakulär kacke, dass sie danach gesagt haben, bringt Michael zurück. Und dann war Teil 4 so, wir ignorieren Teil 3. Und das ist halt. Sehr viele Reihen machen das heute hier und da. Terminator macht es jetzt. Aber Halloween war die erste Reihe, die regelmäßig angefangen hat zu sagen, okay, der Film war kacke, wir ignorieren die. Ja. Der Film war kacke. Und das machen die jetzt schon. Bis heute, ja. Bis heute. Halloween, also der letzte Halloween-Titel ignoriert alles außer den ersten. Setzt ab, alles genau, außer Kraft. Ne? Ja, das ab 1 des Anschluss. Weil da sind sie dann auch nicht mehr Geschwister. Obwohl ja 2 auch direkt an
In den ersten Ansatz eigentlich, weil da haben wir ja nicht mal die Hauptdarstellerin ausgetauscht eigentlich. Yeah. Halloween super. Das war, aber bei Aliens war das ja auch geplant tatsächlich in der Alien-Reihe mit Neil Blomkamp's Alien. Aber hätte ich gefeiert, weil ich mag ja. Alien 3 nicht und ich mag Alien 4 noch weniger. Ja. Prometheus und Covenant. Oh, oh. Ich finde hier Prometheus, den finde ich für das, was er ist. Mhm. Ich finde, er hat ein paar der dümmsten Charaktere, die ich je gesehen habe. Okay? Weil es ist so nach dem Motto, oh, das ist ein toter Alienstein, ich habe Angst, aber eine Kobra streicheln. So, ja. Aber ich mochte die Ideen und die eigene Mythologie und ich fand es cool, dass das eigentlich nur nebenbei so eine Alien-Story war. Deswegen hatte ich Respekt vor dem Film. Covenant war nicht gut. Lustig, dass du genau das positiv rausstellst, was ich an dem Film nicht mag. Aber ach so, also, und Covenant, Fassbender ist richtig gut und das Einzige, was ich ihm abgewinnen kann, ist der einzige dieser Alien-Filme, der je diese Androiden mal so richtig in den Vordergrund geschoben hat. Aber er ist nicht gut. Er sieht gut aus, aber er ist nicht gut. Ohne Scheiß, das wäre doch geil gewesen, einfach mal so in dem Alien-Universum einfach tatsächlich einen Film über die Androiden. Ja, das wäre richtig geil gewesen. Boah, Bishop in Co. wäre richtig geil. Wir sind bei Filmreihen, die kacke werden. Ja. Wo waren wir denn? Halloween? Genau, die einzige Horrorfilmreihe, die noch schlechter ist als diese, finde ich die Hellraiser-Reihe. Da muss ich jetzt was gestehen. Das hast du ihn nicht gesehen. Ich habe nur den ersten Hellraiser gesehen. Das reicht aber auch. Zwei ja, kannst du dir mal bei Gelegenheit gucken. Ich muss ehrlich zugeben, ich hab den ersten gesehen, den zweiten. Ey, das reicht doch. Das reicht doch. Das reicht doch. Also zwei könnte ich mal angucken, wenn ihr wirklich das richtig geil findet, dann ist das so eine, okay, aber egal, Zenobiten. Mhm. Und dann kommen ja diese Filme, da hatten sie ein Drehbuch genommen und sagt, wird nicht erfolgreich. Klatsch mal irgendwie Pinhead mit rein. Der ist cool und dann wird das. Mein erster Hellraiser war Inferno. Ich habe den aus der Videothek ausgesehen, so geil. Hier steht ein einziger Hellraiser-Film, denn der FSK 18 dann nicht war. Mhm. 16. Okay. Und guck diesen Film und ich so, wo ist Hellraiser? Ich habe was anderes erwartet. Ich weiß ungefähr, worum es geht, aber was ist das für ein Scheißfilm? Ja. Und das ist wirklich, das wird furchtbar. Aber es kommt neu, es wird neu gemacht und ich habe Hoffnung, weil Clive Barker macht mit und das ist der Originalautor. Ich bin ja auch gerade geschrieben. Ich habe es auch gelesen, das Buch. Da kommt ja Pinhead noch weniger vor. Und Pinhead ist da ist noch mehr Fetisch. Das ist ja auch. Das Ding ist ja, der heißt super SM-Ding und so ein Kram. Bondage und Kram. Das Ding ist halt, es kam jetzt ja raus, dass Pinhead ist ja eigentlich nur der Lead-Zenobit, von der Frau gespielt wird. Und also, oh mein Gott, die machen ja alle besetzen das Buch. Im Buch ist der nicht geschlechtlich bestimmt und spricht mit einer hohen Stimme. Mhm. Leute, ich bin gespannt. Aber ja. Boah, also Leute, die Hellraiser nicht gesehen haben, waren, glaube ich, sau überfordert. Ja, ich weiß. Aber guckt nur Hellraiser 1 also und freut euch einfach. Ja, ja. Ich habe den ersten gesehen, den Rest nicht. Und ich habe mir die letzten Jahre auch für Moviepilot Halloween vorbereitend immer ganze Reihen angeguckt, damit ich halt auch diese Ranking-Formate durchziehen kann. Das kann ich nur, wenn ich die alle gucke. Und deswegen habe ich die komplette Nightmare on Elm Street-Reihe gesehen. Komplett. Ja. Ich auch. Komplette Jason-Reihe, also Back-to-Back. Ja. Und nicht Back-to-Back, aber ich habe es ja auch alle gesehen. Ich habe nur die wenn überhaupt die Hälfte aller Saw-Filme gesehen zum Beispiel. Und das ist eine Reihe, die ich so hart irgendwie verteidige. Und das ist so komisch. Ich habe ein Herz für diese Reihe, weil ich finde, John Kramer ist für mich einer der kultigsten und faszinierendsten Horror-Antagonisten ever, der auch wirklich gut gespielt ist. Ich finde, klar, diese Filme sind jetzt nicht quote-unquote gut. Okay, das kann jetzt niemand sagen. Aber also der erste, der ist gut. Aber ich habe gerade so ein Herz für 2, 3 und 4. Das sind die, die Darren Lynn Bousman gemacht hat, weil der hat dann, ehrlich gesagt, diesen Charakter John Kramer erst so richtig etabliert. Und ich finde, 4 ist das unterschätzteste Horror-Sequel, das ich kenne. Ich glaube, ich bin bei 3 ausgestiegen. Ich saß im Kino, auf einmal wurden ganz viele Stränge zusammengeküsse. Das ist halt das Witzige, weil 3 war ja eigentlich so das Ende, weil wer 3 gesehen hat, weiß, wie es endet und danach ist er hops. Ja. So. Und ich hatte einen Kumpel, der gesagt hat, du musst 4 gucken. Und ich so, ich will nicht, ist vorbei. Also, du musst 4 gucken. Und ich so, okay, lass uns 4 gucken. Und ich habe 4 gesehen, ich so, das ist das beste Sequel seit Teil 1. Verrückt. Das wurde aber danach nie so erreicht. Aber ich habe abgesehen von Teil 7, diesen 3D-Film, die ich mega scheiße fand, also wirklich von vorne bis hinten scheiße, jede Szene war nur scheiße, 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 kann ich fast jedem irgendwie selbst hier und da eine kleine. Hast du Spiral gesehen? Ich fand, alle finden den scheiße, ich finde den nicht gut, aber ich finde ihn jetzt auch nicht mega kacke. Wie viele gibt es denn eigentlich von Saw? Mit Spiral sind es 9. 9, okay. Also es gab auch diesen Jigsaw von paar Jahren, das ist auch, nennt ihn Saw 8, also da sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ja. Aber auf der Blu-ray-Box steht auch Saw 8. Saw 1 bis 8. Das ist so. Hast du denn die Texas Chainsaw Massacre-Reihe durch? Das ist die eine Reihe und ihr kriegt das wahrscheinlich auch, guckt das. Und das krieg ich gerade mit Texas Chainsaw Massacre. Ich habe nur das Original mal gesehen und es ist schon lange her. Das ist auch ich weiß, es gab dieses Remake mit, war das Jessica Biel oder so?
Guilty Pleasure-Film. Guilty, ja, ist auch Michael Bay hat es produziert. Genau. Ist einfach ein harter Horrorfilm. Aber Michael Bay hat auch die Remakes von Freddy und Jason produziert. Und das von Freddy hasse ich. Das ist richtig scheiße. Und das von Jason mag ich. Das ist halt die Sache. Das von Freddy, das Remake, ist katastrophal kacke. Und das von Jason. Das ist so ewig hier bei mir. Da sag ich. Das muss ich mal gucken. Das ja. Also es ist, das Remake von Jason ist Jason 1 bis 4, aber deswegen ist das Pacing halt gut, weil in einem Film hast du einfach so lange Teenager, die ewig lange miteinander reden und du weißt schon, was machen. Ja. Und hier macht sie das halt auch, aber das Pacing ist schneller. Wir wissen, er rennt, er kann zwar rennen und jagen, und das fand ich nicht schlecht. Also zum Thema, es nervt, dass immer wieder Sachen wiederkommen. Noch eine große Horrorfilmreihe kommt zurück: Scream. Ja, du hast ihn auch schon erwähnt, der heißt auch Scream. Ja. Trailer lief jetzt auf dem Fantasy Filmfest tatsächlich und ehrlich gesagt so, nope. Ich habe Angst. Die bringen ja auch Resident Evil wieder. Sie haben auch Candyman. Aber das ist ein Reboot, ne? Das ist ein Reboot, oder? Ja. Sie haben auch Candyman zurückgebracht. Ich bin einer der wenigen, die ihn nicht mochte. Ich mochte den neuen nicht. Ich konnte den nicht zur PV. Marius hat den gesehen. Und ich liebe das Original, muss ich das so sagen. Ich liebe das Original. Und dieser Film. Ich habe als Kind gesehen. Nicht so der Candyman. Ich fand den ersten so, der wird so oft Helen gerufen in diesem Film. Ja. Also, Helen. Es geht um fucking Candyman. Hey, Ruf Candyman und nicht Helen. Bei Scream, ich habe Angst, weil Scream ist die eine Horrorreihe, wo ich selbst den dritten Film, der drüber ist, uneingeschränkt die irgendwie mag. Ich mag alle vier, und das ist für mich auch so eine Oktobertradition. Ich gucke die immer, wenn Oktober losgeht. Wir haben den früher auch wirklich in Gruppen immer wieder. Das ist unsere Generation. Ja, das war das so. Return von. Und dann kam noch Scream dazu mit der Verarsche. Haben auch alle Scary Movie, oder? Scary Movie, das habe ich gesagt. Du hast Scream gesagt. Scream und dann Scary Movie. Ja, dazu. Ich so. Bei uns war das, also wirklich, ich hatte im Freundeskreis so viele Menschen, die verrückt nach Scream waren. Ja, Dito, das war der ultimative Hangout-Film in den 90ern. Genau, voll. Trifft's. Und die waren, das ging auch zu Ende in einer Hangout-Party, wo sie Halloween geguckt haben. Der war halt so toll Meta. Und ich mag die Reihe, obwohl der dritte eher Scary Movie ist als Scream. Ja. Aber ich kann jedem Film was davon abgewinnen. Weswegen ich eigentlich immer so bin, brauchen wir jetzt einen fünften? Wenn eigentlich wir diese eine Reihe haben, wo ich alle vier mag. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, ob der halt nicht komplett aus der Zeit gefallen ist. Hast du den Trailer gesehen, zufällig schon? Ich habe ihn gesehen, ja. Er fällt ja schon aus der Reihe, dass jemand auf dem Festnetztelefon anruft. Das ist so. Ich habe nicht mal mehr. Also bei mir könnte er nichts machen, weil ich habe kein Festnetz. Also er kann mich nicht anrufen, um mich zu töten. Deswegen. Ja, ich bin skeptisch und ich habe auch schon Angst, dass wir geködert werden mit Neve Campbell, Courtney Cox und David Arquette. Nostalgie. Nostalgie-Baiting ist halt das Ding. Ja, weißt du, genau. Weißt du, das ist wie bei Godzilla. Bryan Cranston-Baiting. Bryan Cranston kommt im Film. Oh. Ja. Und ich mag Sydney Prescott. Ich finde, sie ist meine Scream-Queen. Also ist es nicht Jamie Lee Curtis tatsächlich. Und weil mit ihr habe ich wirklich gelitten durch eine Kontinuität. Mit Jamie Lee Curtis hat man immer gesagt, ja, okay. Ja. Und rebooted. Und deswegen, ich weiß nicht. Ach, Scream. Was mich auch nervt, ist, da haben wir, glaube ich, Maris, ich weiß nicht, ob wir im letzten Podcast mal drüber gesprochen haben, jeder Trailer, den ich heute sehe, hat langsame Versionen oder die ruhigen Passagen von Rocksongs. Oh ja. Jeder gottverdammte Trailer. Hier, wir haben noch letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, wir haben den Trailer zu Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oh ja. Da ist es Four Non-Blondes. Läuft da, genau. Oder. Ich meine, das ist ja ein Zack Snyder-Ding auch, ne? Ja. In jedem Film wird. Zack Snyder, der darf das noch machen. Zack Snyder. Aber auch im Film. Aber Zack Snyder verändert meistens den Song gar nicht, sondern setzt ihn einfach nur mega gut ein. Ja. Also die einzige Remake-Version von einem Song, die er drin hatte, war, glaube ich, Sweet Dreams. Und das war in Sucker Punch, was sein schwächster Film ist. So. Ja, das stimmt. Aber, also für mich. Trailer sind ja das jetzt Army of the Dead. In Trailer bauen uns halt diese Trailer-Schneidefirmen ein, aber in Filmen an sich finde ich es halt auch ausgelutscht. Also gerade auch die Comic-Verfilmung. Es war cool in Iron Man mit Black Sabbath, geil, es passt Iron Man total, in Iron Man total, zu hören. Ja. Aber dann irgendwie so, komm. Also in Suicide Squad, im ersten Suicide Squad, war ich genervt bis zum geht nicht mehr. Ja. Und jetzt mache ich mal Feinde. Ich fand die Musikauswahl in Guardians of the Galaxy auch gar nicht so punchy. Oh doch, das mochte. Also ich liebe sie sogar mehr. Also ich mag die Musik, aber das Ding ist halt. Ich bin da genau in der Mitte von euch. Ich kenne die halt aber auch so, und für mich ist das nicht so, oh mein Gott, diesen Song, ich habe ihn noch nie gehört. Oder ach so, das stimmt. Ich so, ja, das ist in meiner Playlist schon seit Jahren. Ich finde es immer langweilig, wenn von coolen Bands immer der bekannteste Song genommen wird. Ja.
dann. Wie oft lief Don't Stop Me auch schon? Aber das, ja, deswegen finde ich. Von Queen ist es immer, sind es immer dieselben zwei, drei Songs. Ja. Von Black Sabbath sind es immer, ist immer entweder Paranoid oder Iron Man. Ja. Von, weiß ich nicht. Und dann kam sogar Led Ready Zeppelin. Player One raus und ich habe mich gefreut mit Rush. Natürlich, ja, ist es Tom Sawyer, der eine Hit, den, ja, die hatten. Wie es alle gefeiert haben bei Tor 3 mit Led Zeppelin. Zeppelin. Obwohl, ja, ich sagen muss, obwohl ich sagen muss, dieser Trailer ist geil geschnitten. Ja. Also es ist einer der besten Marvel-Trailer, ja, die wir je hatten. Ja, der Immigrant Song von Led Zeppelin. Der Trailer ist einfach so geil geschnitten, das muss man einfach sagen. Ja. Ja. Aber hier haben wir zum Beispiel in Age of Ultron hatten wir doch im Trailer ja, die düstere Version von Pinocchio. Weil, oh Gott, echt? Wisst ihr das noch? Und zum Schluss guckt Ultron in die Kamera und sagt, there are no strings on me. Und ich so, das sagt er so nicht mal im Film, aber die haben, dachten sich, ja, ist halt alles Disney. Das heißt, wie können wir hier sogar noch Pinocchio reinbringen? Wann gab's den letzten, ich mache immer mal weiter. Oder habt ihr noch was mitgemacht? Nee. Wann gab's den letzten großen, also so ein, ich meine, das ist ja alles, wir haben ja gerade drüber gesprochen, alles ist irgendwie ein Event-Blockbuster. Und alles ist irgendwie an ein Event gebunden. Auf drei Teile irgendwann ausgelegt. Etc. Irgendwann gucken wir nur noch Event-Blockbuster, und zwar nicht nur in Kinos, sondern in Stadien. Ja. Wann gab es das letzte Mal sowas wie The Hangover im Kino? So eine große, reine Komödie durch und durch. Schwer. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal eine gute Komödie gesehen habe. Wahrscheinlich habe ich ein Stand-Up-Special irgendwo gesehen. Ich finde Comedy. Also ich meine, Comedy gibt's in jedem Blockbuster, da gibt's immer irgendwie One-Liner zu Hause. Der japanische Film von ihm. Beyond the Two Minutes, meinst du? Aber das ist halt nicht so was Großes, was du meinst. Ich rede von einem Kinofilm. Ja, genau. Ich weiß, was du meinst. Keine Ahnung, weil ich das letzte Mal herzhaft bei einem Film, es muss ohne Spaß, 6-7 Jahre her gewesen sein. Die Leute lachen ja auch heute, also es ist ja so, dass so Filme von Quentin Tarantino einfach auch lustig getrimmt sind. Das ist ja schon seit Jahren so der Trend. Ich glaube, wir sind halt auch was sehr safe geworden, was Comedies angeht. Ja. Sehr safe also geworden. Also sowas, ja, was einfach drüber ist. Ja. Also 80s, 90s, ja, wo auch mal einfach so, oder so was wie Blues Brothers und sowas. Ja. Ich rede aber auch wirklich, oder Wayne's World. Ich rede aber auch wirklich von einer ganz klassischen Komödie, wo man nicht noch zusätzlich Superhelden sich auf die Fresse hat. Ja, genau, was keine Parodie ist, auch von so einem Standalone. Hangover ist ein gutes Beispiel. Was auch nicht nur irgendwie so ein komödiantisches Element ist, sondern ich rede von einer Komödie. Okay, dann weißt du was? Dann würde ich wahrscheinlich, ist lange her, aber die erste, die mir jetzt in den Kopf springt, ist The Nice Guys. Ja, durchaus großartiger Film. The Nice Guys war wirklich lustig, aber es war halt auch eine Buddy-Cop, nicht Cop, aber eine Buddy-Comedy. Aber auch der, ich meine, ich würde gerne in der Zeit zurückreisen, diesen Film irgendwie erfolgreich machen. Ja. War er leider nicht und ich finde es sehr schade. Landen die nicht aber auch eher dann alle auf den Streaming-Plattformen? Mir fällt gerade der Prinz aus Zamunda 2 ein. Der war aber Mist, leider. Alter, das ist ein Ich hab den nicht gesehen, aber es war so die einzige Komödie, die mir eingefallen ist. Ich hab ihn gesehen und ich liebe das fucking Original. Und dieser Film ist ein. Ich konnte nicht fassen. Echt? Ich konnte nicht fassen, wie schlecht er ist. Also es gibt so viele verspätete Sequels zu Comedies, die auch schlecht sind, aber der kriegt die Krone, ey. Passend ist ein König. Ich hab mich bei dem Film. Spätestens so nach 30 Minuten war das schon eine Qual. Aber darf ich mal eine Gegenfrage stellen? Wann habt ihr das letzte Mal eine Komödie gesehen, die meisten gehasst haben und ihr gelacht haben? Ich war in der PV, ich war mit Sebastian, wir waren die einzigen beiden, die gelacht haben. Bei welchem Film? Bei Zoolander 2. Ich nehme mich auch. Ich schwör's bei Gott. Kein Scheiß. Ich hab Leuten gesagt, so, ganz ehrlich, das ist ein schlechter Film, aber ich hab mehrere Szenen. Der ist total irre, der Film. Ich sag mal so, was ich bei Zoolander 2 nicht verstehe, sind Leute, die sagen, der erste war so ein Meisterwerk. Und der zweite ist so schlecht. Ich so, wie kann man den zweiten überhaupt nicht mögen, wenn man den ersten. Es gibt manchmal sowas, dass ich das habe, wo ich mich frage, wie ist es möglich, dass du den ersten so feierst und den zweiten so überhaupt nicht, wenn die recht ähnlich sind? Also, ich finde, es gab auch so ein paar Momente, da habe ich auch wirklich Tränen gelacht, als zum Beispiel. Also Derek Zoolander hat eine Orgie, mit der er rumläuft. Oh, Witze, und Owen Wilsons Figur hat eine Orgie, mit der er rumläuft. Und dann streiten sich die beiden tauschen, Orgien und die tauschen dann auch. Ich fand das sau witzig. Es gab so viele Szenen in diesem Film, über die ich mich totgelacht habe. Ja. Ich muss aber dazu sagen, das war einer dieser Tage, das war die dritte Pressevorführung in Folge. Mhm. Und ich war bei diesem dritten Film, saß ich bereits da und fand den halt wirklich witzig. Ich fand den auch witzig. Ja, und ich habe dann danach bin ich auch aus dem Saal raus und Leute haben halt gesagt, boah, war der scheiße. Und dann habe ich einen anderen Film gesehen. Ich fand den jetzt auch nicht gut, aber ich fand den auch um Himmels Willen nicht schlecht. Ich habe da krass. Und ich habe auch beim ersten
Deadpool noch gelacht, aber jetzt kann ich schon Ryan Reynolds gar nicht mehr sehen, weil es alles das Gleiche. Ja. Ich ertrag's ja. nicht mehr. Ich auch. Ich ertrag's ich nicht mehr. Ich finde auch, er kann, ich bin voll deiner Meinung, ich kann. Er ist nur Deadpool. Er kann selber ja auch irgendwie gar nichts dafür. Aber doch, schon. Ich glaube schon, weil Ryan Reynolds habe ich ehrlich gesagt schon pre-Deadpool. Mhm. Klar, er hatte immer dieses snarky Dialogmäßige, mhm. aber er hat auch andere Rollen manchmal gespielt. Jetzt ist es ganz egal, was er spielt. Er spielt Wade Wilson. Ja. Und Free Guy. Und ich halte es nicht aus. Ich hatte die Hoffnung in Free Guy, dass er mal was anderes spielt. Tut er aber nicht. Ich halte es nicht aus. Ja. Das ist auch so ein nerviges Ding, halt, dass man so einen Schauspieler nimmst und gibst ihm immer nur die gleichen Sachen. Ja. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Christoph Waltz. Ja. So, ja. Oh, guck mal, wie er da in Inglourious Basterds ist. French jetzt Dispatch, wo mit ihm Werbung gemacht wurde, kam er ungefähr 12 Sekunden Obwohl vor. Ich sagen muss, bei Tarantino hat er zwei Rollen gespielt und die waren nicht beide das gleiche. Und das ist besonders, weil Django Unchained hier, Dr. King Schultz und Hans Landes waren zwei Unterschiede und die waren beide super. Und danach die, hat man gesagt, ja, aber er war doch so ein guter Schurke in Inglourious Basterds. Mhm. Wir machen jetzt immer zu diesem wortgewandten Schurken. Genau. Und das geht nicht. Genau. Ja, Inspector hat zum Beispiel auch überhaupt nicht gepasst, nee, finde ich. Das ja, gut, aber ich muss generell sagen, die Daniel Craig Bond-Ära ist hart hit und miss. So. Also Casino Royale, Wahnsinn. Mhm. Quantum of Solace. Mies. Ja. Wahnsinnig mies. Skyfall fand ich wirklich gut, ich auch. Sehr stark. Spectre fand ich Mist. Und No Time to Die fand ich auch Mist. Hab ich immer noch nicht gesehen. Und ich fand den, also ich sag mal so, ich finde die besser als Spectre. Aber das sagt ja. Der No Time to Die ist wesentlich besser als Spectre. Ja, aber das sagt ja nicht viel aus, so, nee, wenn das der Maßstab also ist. Also, es ist ja die Frage, was du willst von der Figur. Das ist das Ding bei Bond. Und das ist halt so, ich kann durchaus verstehen, Leute sagen: Bond, nee, gar nicht so meins. Ich habe mich gefreut. Als Film ist okay. Ja, bei Skyfall damals habe ich mich gefreut, dass es mal was Neues ist. Ja, Skyfall war so der Dark Knight der Bond-Filme. Wobei Skyfall halt auch dieses Ding macht, so von wegen: Okay, wir nehmen das jetzt alles zurück. Ihr habt hier einen männlichen M, obwohl ihr seit den 90s eine Frau gewünscht hat. Hier ist der Aston Martin. Bond ist in England, jetzt wird geballert, alles cool. Und die haben die Szene vom Joker aus The Dark Knight geklaut, wo Javier Bardem ganz langsam auf die Kamera zugeht und sich vorstellt. Das Einzige, was gefehlt hat, war der Bleistifttrick. Ja. Boah, wo waren wir stehen geblieben? Nervige Schauspieler-Wiederholungssachen von Ryan Reynolds. Ich finde Ryan Reynolds auch nur in Dosen gut, ehrlich gesagt. Ja, ich fand den. Der quasselt das immer. Das Marketing so. Ist immer gut. Ja. Da muss man ihn schützen. Und wie viele, und wie viele The Rock-Filme im Dschungel gibt es mittlerweile? Ja. Oh Gott, einige. The Rock. Einige. Es gibt Jungle Cruise, den ich tatsächlich gar nicht so schlecht fand. Den habe ich nicht gesehen. Den fand ich gar nicht so schlecht. Ich war irgendwie schon, ich glaube das auch, aber ich bin irgendwie, ich bin durch mit der Nummer. Verstehst du das so ein bisschen? Jumanji, Welcome to the Jungle. Sky, wie ist der? Skyscraper? Wow. Ja gut, aber das gibt nicht im Dschungel. Dschungel, ich dachte generell Rock-Filme. Ich glaube, der hat jetzt in viermal, war der jetzt schon im Dschungel. Ja, Skyscraper war ja Die Hard in Scheiße. Ja, das trifft so. Also so richtig. Fändest du es cool, wenn The Rock im Remake von Predator mitspielt statt Arnie? Nein. Und den Predator spielt? Nein. Nein. Mich erinnert das aber daran, dass jetzt auch Chris Pratt sowohl Super Mario spricht, als auch Garfield spricht. Aber hier kommt's. Ich glaube, Garfield, bei Garfield halten die jetzt auch wieder ab. Ich glaube, bei Garfield passt, ich sehe es nicht bei Mario. Also ich sag mal so, ich bin immer offen für sowas, weil ich war so häufig derjenige, der gesagt hat, scheiß Casting, und dann war ich der Blöde. Ja. Deswegen will ich mir seine Stimme nur einmal anhören und und dann sagen. Ja. Ey, ich habe das, ganz im Ernst, ich habe das bei deutschen Synchronsprechern und Sprecherinnen. Ja. Wenn zuletzt mir das zum Beispiel aufgefallen bei Sonic, weil einfach nur für warum auch immer aus Marketinggründen Synchronsprecher, echte Sprecher links liegen gelassen werden, damit irgendwelche Influencer und Influencerinnen da auftreten können. Und ich kann denen noch nicht mal den Vorwurf machen, wenn mir natürlich das jemand anbieten würde und hier ist das Geld, dann würde ich das natürlich machen. Ja, klar. Um Himmels Willen. Wir haben es mal versucht. Also nicht für einen Fanfilm haben es mal versucht. Es ist sauschwer und ich kann es einfach nicht. Und eine gute Freundin von mir ist Synchronsprecherin und sie hat eine Wahnsinnsstimme und sie ist auch klasse. Sie hat, glaube ich, sogar Kerry Washington in einem Film vor nicht allzu langer Zeit gesprochen. Ja. Und die ist super, was sie da im Tonstudio alles rausklappt, auch an Emotionen. Ja. Ja. Wahnsinn. Und das ist nicht das, was man auf YouTube macht. Ja, du kommst nicht rein und sprichst. Also. Ja. Ich hab vor kurzem ein Interview, zumindest ausschnittweise, gesehen für den neuen Boss Baby. Ihr wisst, das ist ein neuer Boss Baby. Passt auf. Und da. Das war ein Interview mit einer Influencerin, ich sage jetzt mal nicht den Namen, die darin eine Figur spricht. Okay. Die auch noch nie vorher was gesprochen hat oder sowas. Ne? Mhm.
Und sie hat in dem Interview gesagt, also sie wurde gefragt, was so die größte Herausforderung war, ne, bei diesem Job. Und sie macht halt so den Scherz, ja, tatsächlich Hochdeutsch, weil sie halt selber einen Dialekt spricht. Und ich dachte mir in dem Moment, stell dir mal vor, du bist eine wirklich professionelle Synchronsprecherin, bist wie deine Freundin, obwohl ich sie nicht kenne, verdammt gut in deinem Job, ne? Ist sie. Und hörst dir dann ein Interview an für eine Rolle, die du nicht bekommen hast, und die Person sagt, ja, ich kann nicht mal richtig Hochdeutsch. und dann saß ich da, ja gut, da ist halt jemand genommen worden für die Zahlen, das ist halt das Business, es ist, wie es ist, aber ich denke mir jedes Mal, eigentlich ist es wirklich schade. Und? Ja, aber ich sag's mal so, Chris Pratt ist trotzdem ein Schauspieler und die haben meistens auch Stimmausbildung und so weiter. Deswegen. Bevor ich urteile, will ich hören, weil es gab schon so viele Momente, wo ich dann im Nachhinein sogar gesagt habe, wow, das war der? Habe ich dann die Stimme gehört und deswegen, ich will mir die Stimme anhören. Bei einem einzigen Casting, und es war kein Stimmencasting, war ich der Meinung, das wird Mist, und es wurde Mist. Ja. Das war für mich Jesse Eisenberg als Lex Luthor. Also, das stimmt. Aber ganz ehrlich, ich dachte, Gal Gadot wird nicht gut als Wonder Woman. Ich fand sie super. Ich dachte, Ben Affleck wird nicht gut als Batman. Der war super. Ich dachte das bei so vielen. Und gerade bei DC sind ja gerne. Aber, um einen schönen Zirkelschluss, wie Marco von Nerdkultur so schön sagt, The Rock als Black Adam. Auf dem Papier ist das für mich eigentlich ein Traumcasting. Mhm. Das Problem ist, er hat seine Marke, seine Brand. Das bedeutet, er muss trotzdem irgendwie immer charmant, heldenhaft und am Ende on top sein. Das will ich bei Black Adam nicht sehen. Ja. Das ist so das Ding. Ja, voll. Stimme ich zu? Ja. Außerdem. Ja, wir gucken dich an. Wie geht's weiter? Gibt es. Ja, wir werden gleich auf jeden Fall noch was drehen. Wir beide. Marius ist da nicht dabei. Ich guck zu. Ich schreibe die Punkte auf. Genau, euch. Du guckst zu. Wir werden ein Quiz spielen gegeneinander. Diesen Podcast gerne positiv bewerten. Und schaut mal auch in die Shownotes. Da verlinken wir euch auch noch ein paar Sachen. Wenn ihr auf YouTube zuguckt, dann könnt ihr jetzt sogar auf das Display klicken. Da verlinken wir ein Video von Moviepilot. Nämlich. Deiner Wahl. Ich habe immer auf schon die Batman-Katastrophe. Oh, ja. Ist das ein guter Tipp? Ja, da gibt es ganz viele Arnie-Imitationen von mir. Dann machen wir das. Und wir haben vor einer Woche, wir haben heute mal nicht über Eternals geschrieben, wir haben gesprochen, wir haben behind the scenes vor diesem Dreh über Eternals ziemlich abgelästert, würde ich mal sagen. Das Ding ist, wie gesagt, ich habe so viele Kommentare über mein Review gesehen, was witzig ist. Es gab Leute, die gesagt haben, ihr feiert den Film und ihr findet den Film grottenschlecht. Und die Wahrheit ist, nein. Also, dazwischen. Ja, also der Film ist für mich der Inbegriff von meh. Ja. So, meh. Ich hab, aber ich weiß, du findest den eher noch tiefer. Und weißt du was? Weißt du was? Ich verstehe es. Ja. Das hat mich sogar überrascht, dass er weniger Punkte gegeben hätte, als ich, glaube ich. Ja, ich war wirklich angepisst. Wir haben ein Special gemacht darüber, wer oder was die Eternals eigentlich sind. Oh. Und da sind dann die Comics gegangen, die meiner Meinung nach sehr viel interessanter sind. Check das gerne mal aus. Und ja. Guckt auf Social Media vorbei, Instagram auch geil. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Okay, ciao. Tschüss.